Heute können wir uns nun endlich wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen. Wir sind heute allerdings etwas weniger als gehofft, weil womöglich heute Abend die Übertragung eines gewissen Sportereignisses viele an die digitalen Medien zieht. Aber ich freue mich, dass Sie heute hier sind und wir nehmen den Abend auf, sodass wir ihn später dann zumindest als Hörereignis auch wieder digital zur Verfügung stellen können. Das Thema dieses Jahres ist Sprachgewalt und Sprachgerechtigkeit, also dieses Abends. Wir hatten das Thema Sprachgerechtigkeit als übergeordnetes Thema und wir haben es in der historischen Perspektive, die wie jedes Jahr vom Freien Deutschen Hochstift beigesteuert wird, es so formuliert, dass wir nach Sprachgewalt und Sprachgerechtigkeit gefragt haben und herausfinden wollen, ob das eigentlich schon ein Thema der Goethezeit und der Romantik gewesen ist oder ob das etwas ist, was eine ganz neue Fragestellung ist. Und wir gehen davon aus, aber das werden wir heute Abend herausbekommen wollen, ob es so ist, dass der Blick in die historische Tiefe dazu beiträgt, das Thema, was uns aktuell beschäftigt, auch neu zu justieren. Also der historische Blick, so nehmen wir an, hilft uns auch bei der Beantwortung von Gegenwartsfragen. Das ist der vierte Abend, ich habe es schon gesagt, das ist ungewöhnlich, dass wir mit der historischen Perspektivierung schließen. Wir hatten also schon drei vorangegangene Abende und ich rufe Sie noch einmal kurz in Erinnerung. Manche von Ihnen, ich kann nicht so genau einschätzen, wie viele eigentlich, werden an den vorangegangenen Abenden auch teilgenommen haben. Am Anfang ging es veranstaltet von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in der Evangelischen Akademie am 27.04. um die Forderung nach gerechter Sprache, diese Forderung unserer Gegenwart. Und da hat Professor Kählbrand das Gespräch moderiert zwischen Frau Dr. Kunkel-Ratzum und Herrn Professor Steinfeld, die sich über die aktuelle Sprachdebatte auseinandergesetzt haben, sprachpolitisch betrachtet von heute aus gesehen. Der zweite Abend am 4.5. im Jüdischen Museum galt dann dem Spezialthema Esperanto und damit der Idee einer universalen Sprache, die mit dem Anspruch verbunden ist, gerechter zu sein als Sprachen, die sozusagen ihre eigenen natürlichen Geschichten mitbringen. Eine solche universale Sprache hat natürlich den großen Gerechtigkeitsvorteil, dass es niemandes Muttersprache ist und dass es für alle gleichermaßen schwierig ist oder notwendig ist, sich mit dieser Sprache erst später bekannt zu machen. Und dann haben wir den dritten Abend im Haus am Dom erlebt, am 11.05., moderiert von Professor Valentin und als Referent war und Diskutant war auch Professor Kählbrand dabei, zusammen mit Frau Professor Knappig und Professor Elmar Falani und Frau Dr. Sassin. Und da ging es um das wirklich sehr wichtige Thema, glaube ich, Sprachengerechtigkeit und Mehrsprachigkeit. Also was verstehen wir unter Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, Sprachgerechtigkeit in einer Gesellschaft, die ja durch Mehrsprachigkeit geprägt ist. Und das Plädoyer ging ganz deutlich in die Richtung, dass es Zeit ist, die traditionellen Ungerechtigkeiten, die darin bestehen, dass bestimmte Sprachen privilegiert sind als Bildungssprachen, dass das zugunsten der Herkunftssprachen großer Bevölkerungsgruppen in unserer Einwanderungsgesellschaft verändert werden soll und dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass in der Schule eine Sensibilität für die mehrsprachigen Herkunftshintergründe der Schüler und Schülerinnen besteht. Und das ist tatsächlich etwas, was sich erst entwickelt. Also ich weiß, dass vor 20 Jahren, als meine Kinder in die Grundschule gingen, gab es dieses Bewusstsein, zumindest in Bayern, noch nicht, sondern da wurde war man im Grunde völlig desinteressiert daran, welche Sprachen die Schüler und Schülerinnen mitbringen, wenn sie in die Grundschule kommen. Und dass das verschenktes Kapital ist, ist, glaube ich, unmittelbar einsichtig. Und dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, wie man damit umgeht, ebenso. Heute Abend nun also Sprachgewalt und Sprachgerechtigkeit. Gab es
damals, also um 1800, schon die Idee einer geschlechtergerechten Sprache, wie wir sie heute diskutieren? Oder war die Welt noch eine ganz andere? Zunächst bitten wir unsere beiden geladenen Fachmenschen um kurze Impulse und dann werden wir da zunächst uns gemeinsam zu dritt drüber verständigen, um dann auch den zweiten Schritt zu tun und eben zu fragen, was resultiert aus diesen historischen Erkenntnissen für unsere gegenwärtige Debatte. Und da möchten wir die Diskussion dann auch gerne ins Publikum öffnen. Also Sie können, während Sie zuhören, Ihre Fragen bitte behalten und nachher stellen. Ich stelle die beiden Fachmenschen der Reihe alphabetisch vor und wir beginnen dann aber mit Frau Professor Middelhoff als Rednerin. Professor Dr. Jochen Bär ist Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Vechta und er ist seit 2019 stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache. Das ist richtig, ne? So ist es, stimmt es. Er hat in Heidelberg deutsche Philologie und Philosophie studiert und er hat, und das ist für uns natürlich besonders interessant, promoviert mit einer Arbeit über die Sprachreflexion der deutschen Frühromantik, eine preisgekrönte Arbeit. Und dann folgte die Habilitation mit einer Grundlagenarbeit zur hermeneutischen Linguistik. Professor Bär ist im Hochstift kein Unbekannter, auch den Gästen der Hausgespräche ist er kein Unbekannter. Wir haben vor einigen Jahren ihn zu Gast gehabt zum Thema Freiheit in einem Gespräch mit Michael Stolleis, das uns sehr lebhaft und gut in Erinnerung ist. Außerdem ist er beteiligt an unserer schönen neuen Dauerausstellung zur deutschen Romantik. Tatsächlich verdanken wir Jochen Bär die Auftaktstation, die Station, in der es um das Wort romantisch geht. Und dort hat er diesen Assoziationsraum des Wortes romantisch in der Gegenwartssprache für uns hergestellt. Und natürlich hat er uns mit seinem großen Projekt des Wörterbuchs zur klassisch-romantischen Kunstperiode auch nachhaltig unterstützt. Er ist auch Autor des dazugehörigen Stationenheftes zu den romantisch einsamen Plätzen, mit denen die Dauerausstellung beginnt. Heute wird es in seinem Beitrag auch um August Wilhelm Schlegel gehen, wie er mir verraten hat, der ja im Romantikmuseum auch eine eigene Station hat, also eine Doppelstation spezifischerweise, interessanterweise. Er tritt dort mit Madame de Stael zusammen auf und ist zuständig für die romantische Botschaft an Europa. Aber er spielt natürlich auch in einer der frühen Stationen, wo es um die Experimentalanordnung der Jenenser Frühromantik geht, auch schon eine wichtige Rolle. Und wir wissen alle, August Wilhelm Schlegel war vor allen Dingen auch Übersetzer. Ihm verdanken wir große Teile der Shakespeare-Übersetzung, die ja lange bis heute als dritter deutscher Klassiker gehandelt wird. Auch eine interessante Verwendung des Begriffs Klassik im Blick auf einen romantischen Übersetzer. Und der also mitten zu unseren romantischen Protagonisten zählt. Und über ihn werden wir gleich hören. Herr Bär hat mich auch noch darauf hingewiesen, dass er in Kürze an seiner Universität in Vechta eine Sommerschule zum Thema Mehrsprachigkeit abhält. Wer sich dafür interessiert, findet sicher auf seiner Homepage nähere Informationen. Unsere zweite Rednerin ist Frau Professor Friederike Middelhoff. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Romantikforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Das ist sie jetzt seit gut 2 Jahren. Und Sie können sich vorstellen, dass das für uns im Freien Deutschen Hochstift mit diesem Projekt Romantikmuseum eine enorme Bereicherung ist. Und wir freuen uns mit Frau Middelhoff, eine neue Gesprächspartnerin zum Thema Romantik in Frankfurt zu haben. Sie war vorher als Postdoc in der DFG-Forschungsgruppe Imaginarien der Kraft. Und sie hat promoviert mit einer Arbeit über Figurationen des autobiografischen Tieres. Also sie ist ausgewiesen in den Animal Studies, einer sehr aktuellen Forschungsrichtung in der Literaturwissenschaft. Ihre Schwerpunkte sind neben den Animal Studies Autobiografie, Migration, Mobilität und immer wieder Romantik und zwar durchaus auch mit einem Schwerpunkt auf den Fragen der Ökologie, also Ökologie in der Literatur gehört zu ihren Themen. Sie hat eine Ringvorlesung mitverantwortet im vorvergangenen Semester
Und ich habe kürzlich ihr zuhören dürfen auf der großen Novalis-Tagung zum 250. Geburtstag. Dort hat sie über die Pflanzen bei Novalis gesprochen. Das war ein Beitrag zu den Plant Studies, die es jetzt so wie die Animal Studies in der Literaturwissenschaft gibt. Außerdem ist sie aktiv im DFG-Netzwerk Aktuelle Perspektiven der Romantikforschung und sie betreibt einen Romantik-Workshop, der mit Fragen den Autorinnen der Romantik gewidmet ist. Davon haben schon drei stattgefunden und eine nächstes wird nächsten Frühjahr stattfinden. Und auch hier verweise ich gerne auf die Homepage von Frau Professor Middelhoff. Sie macht jetzt mit uns zusammen eine Werkstatt zu Novalis und Schlegel. Das ist eine Begleitveranstaltung zu unserer aktuellen Ausstellung, die ja dem Briefwechsel zwischen den beiden gewidmet ist. Und Frau Middelhoff erweitert den Fokus, indem sie neben dem Briefwechsel zwischen den beiden deren Korrespondenz mit weiblichen Autoren der Zeit mit in den Blick nimmt. Und wir beginnen jetzt heute Abend mit Frau Professor Middelhoff, die für ihre Erkundung zu der Frage, wie weit Sprachgewalt und Sprachgerechtigkeit um 1800 eine Rolle spielt, bei Rahel Varnhagen ansetzen wird. Eine Goethe-Leserin, eine Autorin aus der Zeit der Romantik, der wir in der neuen Dauerausstellung ja auch eine eigene Station gewidmet haben und die im letzten Jahr in den Hausgesprächen tatsächlich auch schon eine wichtige Rolle gespielt hat, denn da ging es um den Salon und da können Sie sich vorstellen, dass Rahel Varnhagen zur Sprache kam. Ja, jetzt höre ich auf und gebe Ihnen das Wort. Wir hören die beiden Statements, dann haben wir ein Gespräch erstmal zu dritt und dann wollen wir aber auch bald in die Runde öffnen. Also melden Sie sich ruhig, wenn Sie signalisieren wollen, dass Sie eine Frage oder einen Beitrag haben. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Abend auch von mir. Vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Einmal an die Technik, bisschen näher noch. Vielleicht so. Ich versuche einfach laut und deutlich zu sprechen. Ich muss noch näher ran. Es bohrt so halb in der Nase, aber das wird schon gehen. Genau, jetzt ist mir mal einmal kurz die Technik gefragt. Oh, das sieht gut aus. Wunderbar. Gut, dass Sprache als gedanklicher Ausdruck den Zugang zur Welt bildet und gleichzeitig an der Erkenntnis dieser Welt konstitutiv beteiligt ist, war in der Sprachphilosophie des späten 18. Jahrhunderts in der Ablösung von der Annahme, dass Denken universell und kulturell unabhängig funktioniert, bereits zum Konsens geworden. Gleichzeitig war insbesondere die frühromantische Theorie von der Annahme getragen, dass bestimmten Formen der Sprache, genauer der Sprache der Fantasie, der poetischen Sprachverwendung, der Sprache der Kunst eine eigengesetzliche Kraft, ein weltbildendes Vermögen zugesprochen werden kann, die an die Idee einer ursprünglichen Identität von Wort und Ding, Zeichen und Bezeichneten geknüpft ist. Doch gab es in den romantischen Zirkeln auch eine den heutigen Diskussionen verwandte Auseinandersetzung mit der Annahme, dass Sprache als Machtinstrument vereinnahmt und als Mittel der Gewalt unter anderem missbraucht werden kann. Dass Sprache verstanden als eine Form des sozialen Handelns Gewalt unter anderem auf Minderheiten auszuüben vermag. Und hatte die Romantik im Umkehrschluss eine Vorstellung davon, inwiefern Sprache gestaltet und gegebenenfalls normiert werden könnte, um gerechter, das heißt inklusiver und damit gewissermaßen realitätsgetreuer, weltförmiger zu sein? Betrachtet man die historische Semantik in Bezug auf die Lemmata Sprachgewalt, sprachgewaltig, Sprachgerechtigkeit und sprachgerecht, ja, wie wir das sozusagen ja hier in dem Titel des heutigen Abends tun, dann fällt erstmal auf, dass die Begriffe in der historischen Romantik allein in grammatikalischen sowie in ästhetik- und kunsttheoretischen Zusammenhängen als erstrebenswertes Ideal in den Blick kommen. Sie sehen hier das Lemmata, ne, Sprachgewalt. Referenzpunkt hier aus dem deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm sind hier Sprachgewalt Klopstocks. Natürlich müssen Goethe und Schiller auch genannt werden. Hier geht es um eine bestimmte Sprachgestaltung, ja, eine Art von Kraft, die ausgeübt wird. Hier geht es nicht um bestimmte Missbräuche oder gewaltförmige Auseinandersetzungen, die mit Sprache getätigt werden. Ja. Gleichermaßen gilt das für sprachgewaltig, ja, also das ist ein Ausdruck, um bestimmte kraftvolle Reden sozusagen bezeichnen zu können.
Sprachgerecht, auch da geht es eher um grammatikalische Zusammenhänge. Baut man richtige Sätze, ja, braucht man die Zeiten des Tempos korrekt? Interessanterweise wird Novalis hier als derjenige unter anderem geführt, der glättere und sprachgerechtere Lieder geformt hat. Also auch da geht es tatsächlich um eine Art von Sprachverwendung, die auf Korrektheit, auf eine bestimmte Art der Formierung, aber eben auch Normierung in Hinsicht auf die Grammatik und auf die Ästhetik gelegt ist. Dennoch war die Romantik, so zumindest meine These, weil für die Romantik die Auseinandersetzung mit der Frage, ob sprachliche Repräsentation in alltagssprachlichen Kontexten, aber auch in der Kunst fair genannt werden könnte, nicht unbekannt, war man sich doch darüber im Klaren, dass bestimmte kulturelle Erscheinungen und soziale Gruppierungen im besonderen Maße inadäquat zur Darstellung gebracht wurden und werden. Das weibliche Geschlecht wurde in dieser Hinsicht wiederholt zum Exempel mangelhafter sprachlicher Repräsentation. Die Frauen werden in der Poesie ebenso ungerecht behandelt wie im Leben. Die Weiblichen sind nicht idealisch und die Idealischen sind nicht weiblich, konstatiert Friedrich Schlegel 1798 in den Athenäumsfragmenten. Während Schlegel hier vornehmlich eine bestimmte ästhetische Praxis ankreidet, der es misslingt, ein stark idealtypisch konstruiertes Modell von Weiblichkeit zur Anschauung zu bringen, geht Rahl Levin van Hagen, aus deren Tagebucheinträgen und Aufzeichnungen ich im Folgenden zitiere, im Gestus einer allgemein sowie prototypisch feministischen Sprachkritik einen entschiedenen Schritt weiter, indem sie erstens die patriarchalischen Strukturen eines öffentlichen Sprechens sowie den Androzentrismus der Sprachpraxis ihrer Zeit vor Augen führt, zweitens die Reglementierung und Disziplinierung weiblicher Rede kritisiert und drittens über die Gewalt der Sprache in Bezug auf Minoritäten im Allgemeinen nachdenkt. Levin van Hagen, die es als Sprachphilosophin und Pionierin einer Theorie der Sprachgerechtigkeit in der Romantik überhaupt erst noch zu entdecken gilt, wurde 1771, wie viele von Ihnen sicherlich wissen, in Berlin als ältestes von 5 Kindern einer jüdischen Bankiersfamilie geboren. Sie war eine ambitionierte Leserin, lernte mehrere Sprachen, las, schrieb und sprach unter anderem fließend Französisch und Englisch und prägte in Berlin wie kaum eine zweite die gesellige Salonkultur der Romantik. Darüber wurde anscheinend ja letztes Jahr auch schon gesprochen. Vor ihrer Hochzeit mit Karl August van Hagen von Ense im Jahr 1814 konvertierte sie, wie viele jüdische Frauen, um 1800 und so auch zahlreiche ihrer Freundinnen zum Christentum. Levin van Hagen führte einen Briefwechsel mit fast 300 Personen. Sie füllte Tagebücher mit Aphorismen, Briefexzerpten, Billets, Vorlesungsmitschriften, Lektüre-Reflexionen, Definitionen, Traumprotokollen, Zeit- und Kunstkritiken, die 2019 dank der hervorragenden Ausgabe von Ursula Isselstein in einem 1074-seitigen starken Band versammelt und kommentiert wurden. Als Autorin der Romantik, so möchte ich nun kurz skizzieren, philosophiert Levin van Hagen in ihren Aufzeichnungen über das weltbildende Potenzial der Sprache und über das Ungerechtigkeitspotenzial, das den sprachlichen Vollzug um 1800 nicht nur, aber vor allem im Hinblick auf Frauen prägt. In einem Eintrag vom 24. Mai 1827 hält sie fest: Sprechen wirkt langsam wie ein Geist in Chaos, bis er auf einen anderen Geist wirken kann. Levin van Hagen ist sich über den Einfluss der Sprache auf die menschliche Wahrnehmung und Urteilskraft dezidiert bewusst, weiß aber gleichzeitig auch um kulturell geprägte Mechanismen der Marginalisierung qua Sprache und die Problematik der Diskursmacht männlicher Sprachführer, die weibliche Sprechakte reglementieren. In einer Notiz, die mutmaßlich am 13. Januar 1800 angefertigt wurde, umkreist Rahl Levin die Problematik einer patriarchalisch forcierten Ungleichheit der Redeanteile und Rechte von Männern und Frauen und der damit einhergehenden Sprachlosigkeit und Unmündigkeit der Frauen im öffentlichen, aber auch privaten Diskurs. Nichts beneide ich den Männern. Eines nur, dass sie schnell in der Liebe ihr Schicksal entscheiden dürfen. Ihnen ist die Rede vergönnt. Inwiefern Levin van Hagen an dieser Stelle über geltende Konventionen zur Eheschließung und oder Ehescheidung nachdenkt, bleibt offen.
Fakt ist, dass sie, wie viele andere Autorinnen ihrer Zeit, ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sozialen Ungleichheitsmechanismen entwickelt hat, die sich auf das Recht zur Rede gründen und insbesondere Frauen einerseits aus bestimmten Diskursen ausschließen, ihnen andererseits einen dem männlichen Sprechen dezidiert untergeordneten Selbstausdruck abverlangen. In diesem Zuge kritisiert sie auch die zeitgenössischen Formen eines weiblichen Schreibens, das sich dem männlichen Diktat weiblicher Subordination qua Sprache und einer damit verschränkten Rhetorik des Kokettierens und Selbstdegradierens verpflichtet. Am Beispiel einer 1823 gedruckten Kunstkritik aus der weiblichen Feder schreibt sie: Ganz in der Art dieser zu verwerfenden Schmeichelei scheint es mir, wenn eine Frau, indem sie schreibt, für den Druck schreibt, also dann gewiss etwas Gedachtes aufzuzeichnen meint, sich noch immer als ganz untergeordnet gegen einen Mann oder gegen Männer stellt und verstellt und bei ihrem Schreiben zu erwähnen sucht, als halte sie es für einen liebenswürdigen, wegen doch nur einmal zu befürchtender Schwäche zu duldenden Usurpator. Die verwerfende Schmeichelei, eine devote Haltung, die als sprachbasierte Eintrittskarte in die hehren Hallen einer nach wie vor männlich dominierten Kunstkritik gehandelt wird und aus der Annahme einer feindlichen Übernahme der Frauen, eines Grenzübertritts auf männliches Territorium hervorgeht, stellt in den Augen Levin Farnhagens nichts weniger als eine Zumutung dar. Formuliert wird hier die Kritik an einer Form des weiblichen Schreibens, das sich androzentrischen Regeln der Sprachverwendung und einer männlichen Normlogik unterordnet und damit ein weibliches als bestimmt unmännliches Sprechen forciert. Diesen Gedanken vertieft Levin Farnhagen in einer weiteren Kritik der Kritik, nämlich in ihrem, naja, man kann es nicht anders nennen, als Verriss, ja, einer Rezension Germaine de Stael's über Jean-Jacques Rousseaus Leben und Werk. Einerseits moniert sie in diesem Zusammenhang die erlernte Furcht zeitgenössischer Autorin als Frau mit schriftstellerischen Fähigkeiten und einer männlichen Autorschaft ebenbürtig wahrgenommen zu werden. Erstlich, dann verlässt sie die Angst nicht, also sie, die Autorin, dass Weiber von schriftstellerischem Talent nicht können weiblich gefunden werden oder ihre Werke doch nicht so hochzustellen seien als die der Männer. Arme Furcht. Ein Buch muss gut sein. Und wenn es eine Maus geschrieben hat und wird dadurch nicht besser, wenn sein Tutor Engelsflügel an den Schultern trägt. Andererseits führt Levin Farnhagen die Konvention der Demut und Subordination weiblichen Schreibens im männlichen Register zu der offenkundig rhetorischen Frage, ob Frauen überhaupt schreiben sollen. Mit Scharfsinn und Spott reflektiert sie die soziokulturellen Parameter der unmöglichen Möglichkeiten, der impliziten Hürden, so ebenso wie konkret manifesten Barrieren weiblicher Partizipation am literarischen Feld um 1800. Ob eine Frau schreiben soll, ist eine andere Frage und so possierlich als ernsthaft zu beantworten. Wenn sie die Zeit hat, wenn sie Talent hat, wenn es ihr Mann befiehlt, wird es eheliche Pflicht sogar. Wenn er es leidet, gern sieht, wenn er sie vom Schlechtem abhält, wenn sie Gutes tut, für den Sold etc. etc. Und sie muss, wenn sie ein großer Autor ist. Wenn Fichtes Werke Madame Fichte geschrieben hätte, wären sie schlechter? Oder ist es aus der Organisation bewiesen, dass eine Frau nicht denken und ihre Gedanken nicht ausdrücken kann? Wäre dies so, blieb es doch noch Pflicht oder erlaubt, den Versuch immer von Neuem zu machen. Frauen war das Schreiben und öffentlich wahrnehmbare Sprechen in der Romantik nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Spagat zwischen weiblich kodierten Aufgaben in Haushalt und Gesellschaft zum einen, der Verfügbarkeit von Muße und Freizeit zum anderen, war dabei ebenso grundlegend wie der Umgang mit dem Spannungsfeld zwischen sozialen Erwartungen, männlicher Vormundschaft, dem Willen zur Selbstartikulation, aber auch der ökonomischen Position. Schreiben vor dem Hintergrund von und im Konflikt mit patriarchalischen Strukturen gilt Levin Farnhagen letztendlich als Pflichtprogramm, um einer dichotomen Geschlechterlogik ihrer Zeit entgegenzuarbeiten, in der die Anerkennung weiblicher Denk- und Ausdrucksfähigkeit alles andere als selbstverständlich war.
Levin Farnhagen, so sollte deutlich geworden sein, rückt das Sprechen und Schreiben in seinen soziohistorischen, kulturellen und geschlechtlichen Dimensionen in den Blick und führt das ungelöste Problem einer männlich definierten Sprachmacht, die soziale und sprachliche Gleichbehandlung verhindert, als unabgeschlossenes Projekt der Aufklärung vor Augen. Ja, die wollte ja auch sozusagen den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit für alle Menschen und nicht eben nur für Männer. Ja. Das ist ein Projekt, könnte man sagen, typisch romantisch, das ja immer noch eine unendliche Aufgabe bis in die Gegenwart ist und fortwirkt. Dass sie gleichermaßen das eine oder bei andere über die Gewalt der Sprache in Bezug auf den nicht nur latenten Antisemitismus um 1800 zu sagen hat, und damit möchte ich schließen, kann mehreren Einträgen ihrer Tagebücher entnommen werden. Vermutlich im Jahr 1823 notiert sie beispielsweise: Die Juden sind komisch, sagt man, und man lacht wenigstens häufig über sie. Das kommt von ihrer schrecklichen Lage in der europäischen Welt, die so sehr mit ihrer urgeschichtlichen kontrastiert. Woher der Mensch aber über so etwas überhaupt lachen muss, das frage ich immer. Und folglich auch ihr ganzes Gebärden, sie mögen es anstellen, wie sie wollen. Europa müssen die Falten ausgebügelt werden, also die Lachfalten über die Juden. Verbale Gewalt, die sich gegen Minderheiten, unter anderem Frauen und Juden, richtet und als strukturelle Gewalt deutlich patriarchalisch organisiert ist, erscheint in den privaten oder erst posthum publik gewordenen Aufzeichnungen zahlreicher Akteurinnen der Romantik als wiederkehrendes Thema. Dass diese Stimmen in Kanonisierungsprozessen, für die die Literaturwissenschaften konstitutiv Mitverantwortung tragen, im 20. und 21. Jahrhundert weiterhin ignoriert oder als Marginalien der Romantik behandelt werden, ist ein Problem, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit und Reflexionsbereitschaft der Romantikforschung erforderlich macht. Denn, zumindest meine These, über die historischen Dimensionen unserer aktuellen Debatten über sprachliche Ausgrenzungsmechanismen, gendersensible Sprache, über Kampfbegriffe, charismatische und verbrämte Wörter, haben Schriftstellerinnen wie Rahel Levin-Farnhagen eine ganze Menge zu sagen. Ganz herzlichen Dank. Danke. So, vielen Dank, Frau Mittelhoff. Jetzt muss die Technik noch. So, und dann hat Herr Bär das Wort, bevor wir nachfragen und kommentieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich auch zu verstehen, wenn ich so spreche, ohne Mikrofon? Nee, das geht für die Aufnahme nicht. Das geht für die Aufnahme nicht. Da muss ich mich hier hinsetzen. Ja. Da muss ich mich so ein bisschen zu meinem eigenen... Gucken Sie doch dahin, da sehen Sie es vor das sich. Das kann ich auch nie aus nicht lesen. Ich bin doch blind. Nein, das geht so. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir schönen guten Abend. Das geht. Das funktioniert auch. Ja, super. Dann gehe ich nämlich darüber. Kann ich meine eigenen Folien sehen. Vielen Dank. Ja, also von meiner Seite auch einen schönen guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, meine Damen und Herren, als ich die Einladung bekam und den Titel sah, Sprachgewalt, Sprachgerechtigkeit, ein Thema der Romantik, war ich versucht, die Frage im Untertitel mit Nö zu beantworten, weil ich... dann doch irgendwie aus meiner eigenen bisherigen Kenntnis der Quellen nicht so furchtbar viel dazu gefunden hatte. Aber erstens wusste ich ja, dass ich Frau Mittelhoff treffen würde, von der ich immer was lerne, wenn ich mit ihr zusammentreffe, so auch heute. Und dann zweitens dachte ich aber, irgendwie gibt es doch das eine oder andere an Fundstellen, was man möglicherweise präsentieren könnte. Und mir ist dann immer so in Erinnerung eine Briefstelle von August Wilhelm Schlegel an Goethe. Er schickt ihm ein Stück Athenäum aus dem zweiten Band, das erste Heft, wenn ich mich recht entsinne. Und da schreibt er: Wir sind besonders begierig zu erfahren, wie Sie über die Gemälde urteilen. Die Gemälde heißt der Text. Da Sie doch wahrscheinlich die weibliche Hand darin erkennen würden, so darf ich Ihnen umso eher anvertrauen, dass meine Frau Teil daran hat.
Die meisten Gemäldebeschreibungen und das, was den Raphael betrifft, sind von ihr. Und dann schreibt er noch hinten dran, was von ihm stammt. Ich habe mich also immer gefragt, woran hat Goethe die weibliche Hand erkannt? Ja, wie sieht man, der Text ist unter seinem Namen erschienen, August Wilhelm Schlegel. Und er schreibt jetzt aber, meine Frau hat ungefähr die Hälfte des Textes auch geschrieben. Und da er die Passagen genau bezeichnet, weiß man dann eben auch, welche Passagen. Und ich muss sagen, ich erkenne die weibliche Hand nicht. Ob sie Goethe erkannt hat, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sowas wie ein apologetischer Wurf da drin stecken, nach dem Motto, es kommt vielleicht ja doch auf irgendeinem Wege raus und dann habe ich es besser vorher mitgeteilt. Aber immerhin, es scheint ja ein Thema zu sein. Und dann habe ich an irgendeiner anderen Stelle noch eine weitere Fundstelle entdeckt, dachte ich, das ist aber doch jetzt mal zeitgemäß. Sie erinnern sich wahrscheinlich oder Sie erleben es hier und da, dass über diese genderspezifischen Redeweisen diskutiert wird. Man soll beispielsweise die maskuline Form vermeiden. Man soll nicht mehr die Studenten sagen, weil es ja auch Studentinnen gibt. Und Studentinnen und Studenten ist zu lang, also sagt man die Studierenden. Ja, das kann man ja machen. Und dann kommt der ein oder andere intelligente Mensch auf den Gedanken und sagt, das geht aber nicht, das könnt ihr nicht machen, denn Studierende sind Menschen, die studieren. Und wenn Sie gerade nicht studieren, dann sind Sie zwar Studenten oder Studentinnen, Sie sind immatrikuliert, aber Sie studieren ja gerade nicht. Ja, Sie sitzen im Freibad oder so ähnlich. Und das wird dann immer als Argument geliefert, das ginge nicht, man könne diese Partizipialkonstruktionen nicht sinnvoll verwenden. Man kann, jedenfalls Tieck konnte, 1831, am Anfang des zweiten Teils der Novelle Dichterleben, lesen Sie Folgendes. An einem warmen und heitern Sommertage stand der Wirt zur Krone in Oxford in der Tür seines großen Hauses, um die Kühlung zu genießen. Die Studierenden wandelten in ihren Mänteln im Schatten der Häuser, um sich vor der Stadt zu ergötzen. So, nun wissen wir allesamt, dass es keine Studentinnen gab in dieser Zeit. Es geht um die Shakespeare-Zeit in dieser Geschichte. Da studierten Frauen einfach nicht. Und die Herrschaften, die hier vor der Stadt wandeln, die studieren auch gerade nicht, denn die ergehen sich ja. Wenn man also das Wort Studierende ernst nimmt, dann kann man es hier nicht verwenden. Oder aber man stellt fest, dass es letztlich egal ist, ob ich Studenten oder Studierende sage. Und an dieser Stelle dachte ich, das könnte ja uns irgendwie in die heutige Debatte führen. Ich lasse es mal so stehen und wir werden schauen, ob das wirklich funktioniert. Ich habe dann noch was weiteres entdeckt. Und zwar komme ich nochmal zurück zu August Wilhelm Schlegel. Sie wissen möglicherweise, dass er schon in der Endphase seiner nicht sehr glücklich verlaufenden Ehe das Weite suchte, aus jener, naja, floh ist vielleicht etwas zu übertrieben gesagt, aber jedenfalls sich anderweitig umtat und dann entdeckte er also Möglichkeiten in Berlin, wo es ihm möglich war, noch bevor die damalige Friedrich-Wilhelms-Universität, die heutige Humboldt-Universität, begründet war, im Jahr 1801 Privatvorlesungen zu halten. Das wurde organisiert, so wie man heute Volkshochschulveranstaltungen macht, und hatte dann ein relativ illustres Publikum und hat also insgesamt 3 Jahre lang immer im Winter Vorlesungen gehalten, wohnte dann im Hause seines guten Freundes August Ferdinand Bernhardi. Und Bernhardi hatte die Schwester von Ludwig Tieck geheiratet. Hier sehen wir die beiden Geschwister Tieck, das ist Sophie Tieck, den Ludwig lassen wir mal weg, der spielt keine Rolle hier, aber ein besseres Bild aus ihrer Jugend findet man halt nicht, man findet sie nur noch als alte Frau. Sie ist aber jetzt gerade um 1801 mit August Wilhelm Schlegel bekannt und innerhalb von 3 Minuten haben die 2 ein Verhältnis, hinter dem Rücken des Ehemanns, wie sich das denken lässt. Und da August Wilhelm Schlegel noch anderweitig Verpflichtungen hat und dann immer noch mal wieder aus Berlin nach Jena muss und so weiter, schreibt man sich eben Briefe. Und dann kann man natürlich, die wissen, in der damaligen Zeit des öffentlichen Briefeschreibens, man kann nicht einfach mal eben Briefe schreiben, ewig die deine und so weiter, das muss man versteckt tun. Man findet in der wunderbaren Briefedition Krisenjahre der Frühromantik von Josef Körner, findet man diese Doppelkorrespondenz von August Wilhelm Schlegel und Sophie Tieck Bernhardi. Er schreibt also beispielsweise einen Liebesbrief und dann schreibt er einen zweiten Brief, der, ich sag mal, öffentlich vorzeigbar ist. Dann packt er das eine Briefchen in das andere rein, schickt es ab. Und dann geht das also an die Adressatin und dann nimmt die Adressatin also den Liebesbrief und steckt den irgendwo hin und den offiziellen Brief gibt sie also dem Mann zu lesen. So, das tut er dann auch. Und Sie haben hier so ein Beispiel für diese beiden tatsächlich aus demselben Datum stammenden Briefe,
ungefähr das gleiche Ding. Sie schreibt an ihn: Ich kann Ihnen heute nur wenig schreiben. Ihre Aufträge werden wir gewiss mit aller Aufmerksamkeit besorgen und ich schreibe Ihnen nächstens den Erfolg. Da geht es darum, dass das Mädchen nochmal bitte die Wäsche waschen soll und die Schuhe reparieren lassen und so. Ja, also Haushaltsdinge. Leben Sie recht wohl, Ihre Freundin S. Bernhardi. So, das liest er. Manchmal steht auch noch dran, Bernhardi lässt grüßen oder Bernhardi schreibt auch noch zwei Zeilen dazu. Man hat also tatsächlich dann eben den Ehemann immer als Aufpasser oder als Mitlesenden dabei. Und dann schreibt sie natürlich die Privatissime schreibt sie dann eben nochmal: Du glaubst es nicht, wie unbegreiflich einsam mir seit deiner Abreise ist, könnte ich nur einige Worte von dir haben, die mir zeigten, dass du unveränderlich mein bleibst. Lebe wohl, ich muss aufhören, ewig die deine, Sophie. Das wird also recht leidenschaftlich und natürlich kompromittierend. So, und jetzt schreibt sie also mehreres dieser Art über einen gewissen Zeitraum hinweg. Hier zum Beispiel: Ich bin allein und will die Zeit verwenden, um an dich, an den ich unaufhörlich denke, zu schreiben. Es ist doch unbeschreiblich hart, dass nicht ein freundliches Wort von dir zu mir herüber kann. Ich komme mir oft so verlassen und vergessen von dir vor, dass ich mit mir das innigste Erbarmen habe. Sie tut sich selber leid. Ich möchte in unerschöpflichen Strömen von Klagen ausbrechen. Ich möchte meine Sehnsucht nach dir, wie sie mich im Herzen quält, mit vollen Worten aussprechen und werde von dem Gefühl zurückgehalten, dass du doch nichts darauf antworten kannst, nicht ein armes, tröstendes Wort. Denn August Wilhelm Schlegel, der ist natürlich vorsichtig und schreibt, selbst in den privaten Briefen schreibt er eher zurückhaltend und eher doppeldeutig und so weiter, selbst wenn das also in fremde Hände kommt, dass man da nichts rauslesen kann. Das gefällt Sophie zunehmend weniger. Und doch kann ich nun so nicht scheiden. Doch muss ich dir sagen, dass deine kaltsinnige Briefe mich nicht erkälten können, dass ich so töricht bin, sie so oft zu lesen, bis ich den gleichgültigen Worten einen zärtlichen Sinn unterlege, dass ich mich bemühe, das Bestreben, so bald zurückzukehren, also sein Bestreben, das hat er vorher geschrieben, ich bin bald wieder da, ja, dass ich mich bemühe, das Bestreben, so bald zurückzukehren, ganz allein um meinetwillen zu glauben und es zu vergessen suche, was dich noch alles hierher zieht. Also die ist offensichtlich eifersüchtig auf die ganze Welt. Jetzt muss August Wilhelm Schlegel also dann doch mal in irgendeiner Weise reagieren, tut er auch. Ich kann es nun nicht länger unterlassen, aus dem Herzen an dich zu schreiben, was auch daraus entstehen mag. Immer gefährlich. Wie konntest du glauben, dass mich irgendetwas anderes davon abhielte, als die Besorgnis, der Zufall möchte den Brief in fremde Hände spielen und dir Verdrießlichkeit daraus erwachsen? Also immer wieder dieses Spiel, sie ist unzufrieden, dass er nicht leidenschaftlicher schreibt und er schreibt nur ungern leidenschaftlich, nur ein kleines bisschen, selbst das eigentlich nur aus zweiter Hand, damit nichts Übles daraus erwächst. Und dann ist er aber auch ein bisschen gekränkt, weil er denkt, naja, sie könnte doch mal, sagen wir mal, ein bisschen vernünftig sein. Das passt nicht zu Sophie, muss man dazu sagen, aber er denkt, sie könnte ja doch. Ich stellte mir vor, mein Eifer, die Rückkehr zu veranstalten, kaum da ich von der Reise hier zur Ruhe gekommen war, würde hinreichen, dir die wahre Überzeugung von meinen Gesinnungen zu erhalten und statt alles Schreiben gelten können. Aber so seid ihr, immer mehr auf Reden als auf Handlungen zu geben. So, jetzt wird's sexistisch. So, jetzt schreibt sie wieder zurück: Ich kann nicht so vernünftig meine Worte abmessen, so wenig als meine Gefühle. Freilich bin ich so albern, dass ich weit mehr auf Worte als auf Handlungen gebe. Ich leugne es nicht, und da es uns einmal nicht möglich ist, etwas anders als aus unserem Innern heraus zu betrachten, so lässt sich dies sehr leicht erklären, da ich mit meinen Handlungen, eben weil ich sie als eine Äußerlichkeit betrachte, weit freigebiger bin als mit meinen guten Worten, die ich als eine Äußerung meines Gemüts betrachte und nur gegen sehr wenige verbrauche. Ich bitte dich, dies nicht übel zu nehmen, denn du hast mich doch wohl mit deinem »So seid ihr immer« unter die Rubrik von Weibern bringen wollen, und ich kann nicht leugnen, dass du mir mit diesem Bemühen recht wie ein Mann vorgekommen bist. So, Männer und Frauen schreiben anders, das wusste offensichtlich auch schon die Romantik kurz nach 1800. Das fand ich damals ganz charmant und ich dachte, naja, jetzt haben wir doch eigentlich eine Präformation der heutigen Debatte. Ja, vielleicht, aber eigentlich nicht. Denn meine These ist jetzt die folgende:
Das ist zwar jetzt tatsächlich irgendwie, klingt für uns heutige bekannt, aber es ist nicht im Rahmen einer wie auch immer gearteten Gender-Debatte zu lesen, sondern es ist eher zu lesen im Rahmen der frühromantischen Sprachreflexion und der Sprachtheorie und der Sprachauffassung. Lesen Sie ungefähr um die gleiche Zeit, etwas früher sogar, im dritten Athenäum-Band den kleinen Text Lebensansicht von Sophie Tieck Bernhardi, sogar unter ihrem Namen publiziert. Und da steht Folgendes drin. Sie hören im Grunde genommen den Brief von an August Wilhelm Schlegel hier nochmal oder schon mal vielleicht sogar eher. Vergeblich ist es zu wünschen, dass der Freund, den wir lieben, uns ganz in unserer eigensten Eigentümlichkeit verstehen möchte. Wir wünschen es auch im Grunde nicht, sondern immer möchten wir nur die Falten unseres Herzens vor ihm auseinanderschlagen, wo wir die Verwandtschaft zu ihm fühlen. Das, was unsere Scheidung von allen anderen Wesen ausmacht, wodurch wir auch von dem geliebtesten Freunde abgesondert und einzeln stehen, suchen wir sorgfältig zu verhüllen, damit er sich nicht vor dem fremden Wesen entsetzen möge. Und wäre es einem Menschen möglich, die innerste Eigentümlichkeit seines geliebtesten Freundes aufzufassen und auszusprechen, so würde den Freund ein Schauder wie vor einem Zauberer ergreifen, der die Gewalt hätte, den Geist aus unseren Körpern zu ziehen und ihn uns selbst anschaulich hinzustellen, und wir würden auf immer entfremdet von ihm zurücktreten. Und das, meine Damen und Herren, ist der Rahmen, der theoretische, konzeptionelle Rahmen, in dem die gesamte vermeintliche Gender-Debatte hier im Briefwechsel zu lesen ist. Ich gebe Ihnen noch so ein, zwei Beispiele, um das zu verifizieren, was ich da behaupte. Die Aussage ist also ungefähr folgende: Sprache bewirkt natürlich Verbindung und Gemeinschaftsstiftung im wörtlichen Sinne von Kommunikation, ja, Communio, Gemeinsamkeit zwischen Menschen, aber sie bewirkt eben auch Trennung, da sie immer aus zwei Komponenten besteht, nämlich erstens der Äußerung und dann zweitens der Deutung. Und nur die Äußerung ist in Anführungszeichen objektiv, nämlich nachprüfbar, und die Deutung ist individuell und im Zweifelsfall nicht vermittelbar. Gemeinschaft kann daher zwar nicht einseitig gestiftet werden, wohl aber zwischen einander vertrauten und gewogenen Menschen sich aktuell ereignen. Das ist dann aber Glück und das ist dann ein Geschenk sozusagen, und das kann man nicht erzwingen. Es kommt immer auf das Wohlwollen und auf die Deutungsfähigkeit des Kommunikationspartners an. Auf ihn ist jeder Kommunikationsakt angewiesen. Nicht nur jeder Deutungsakt eines literarischen Werks im Idealfall, sondern eben auch jeder Kommunikationsakt. Und man braucht unmittelbar Voraussetzung, dafür ist eben die hermeneutische Kooperation. Und genau das schreibt jetzt wieder August Wilhelm Schlegel an Sophie. Er schreibt nämlich: Du kannst keinen guten Doppelsinn in meine Briefe legen, den ich nicht beabsichtigt hätte. Das ist natürlich ein Trick. Ja, denn ich meine, ich muss gar nicht viel schreiben, jetzt kann ich ja hinterher schreiben, lies doch einfach, was du da reinlesen möchtest. Ich habe das dann schon auch so gemeint. Das durchschaut sie natürlich, da geht es weiter mit der Zankerei. Die Beziehung hat auch nicht lange gehalten, nebenbei bemerkt. Aber was lesen wir daraus? Der romantischen Hermeneutik, und ich bezeichne sie ganz gerne, ich glaube mit Jochen Hörisch, wenn ich das recht weiß, als Anti-Hermeneutik, weil sie im Grunde genommen weniger wie die Aufklärungshermeneutik auf das Verstehen von Texten hinarbeitet, sondern weil sie die Möglichkeit und wahrscheinlich sogar die existenzielle Notwendigkeit des Nichtverstehens an die erste Stelle setzt. Ich kann jetzt hier nicht lang und breit auf die gesamten Texte eingehen, man müsste Friedrich Schlegels Aufsatz über die Unverständlichkeit lesen und einiges mehr, aber das geht alles in die gleiche Richtung. Der Mensch bleibt wesentlich auf sich selbst zurückgeworfen. Was seine Persönlichkeit ausmacht, ist im Wortsinn individuell, nicht teilbar, also auch nicht mitteilbar. Die Sprache ist Bedingung fürs Menschsein, Conditio humana. Der Mensch ist sprachlich verfasst, immer. Er ist sozusagen ein Mensch durch Sprache, und ohne Sprache ist der Mensch kein Mensch. Das finden Sie auch schon lange vor der Romantik. Wir werden wahrscheinlich im Gespräch nachher auch nochmal darauf eingehen wollen und müssen, dass die Romantik diese Sicht auf die Dinge natürlich nicht erfunden hat, sondern dass wir es zu Herder, so wie hier, zu Hamann bis zu Vico im 18. Jahrhundert zurückverfolgen können und sollten. Aber die Romantik ist im Grunde genommen eine unmittelbare, zum Teil auch genau rezeptive Fortsetzung dieser Diskussion. Und das bekannte Zitat von Herder, Sie kennen es wahrscheinlich auch aus der Sprachursprungsschrift von 1772, wo es dann heißt: Der Wilde, der Einsame im Walde, hätte Sprache für sich selbst erfinden müssen, hätte er sie auch nie geredet, weil er einsam ist. Sie war ein Verständnis seiner Seele mit sich und ein so notwendiges Einverständnis, als der Mensch Mensch war. Der Mensch muss Sprache haben, sonst ist er kein Mensch.
Das ist der Rahmen, um den es geht. Ich deute ihn, wie gesagt, nur an und komme jetzt noch einmal ganz kurz auf das zu sprechen, was Frau Middelhoff auch schon am Anfang ihres Beitrags, worauf sie hingewiesen hat, nämlich das Wort Sprachgewalt. Das gibt es durchaus um 1800. Und auch das Wort Sprachgerechtigkeit gibt es, aber in der Tat in einem anderen Sinn. Gibt es das in der Romantik, so wie wir es denken? Ich würde sagen, nein, höchstens in Ansätzen, und darüber müssten wir uns verständigen. Wir denken ja heute, wenn wir von Sprachgewalt reden, Gewalt mittels Sprache. Ich übe Gewalt aus, indem ich rede, indem ich Menschen diskriminiere, indem ich Ungleichheit produziere oder was auch immer tue. Und das würde man dann, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, Determinativum Instrumenti habe ich dahin geschrieben. Sie wissen, dass Komposita im Deutschen, zusammengesetzte Substantive beispielsweise, dass sie immer aus zwei Gliedern bestehen und die meisten davon sind Determinativ-Komposita. Das heißt, das erste Glied bestimmt das zweite näher. Ein Tischtuch ist eine spezielle Art von Tuch und ein Betttuch ist eine andere Art von Tuch. Und hier ist eben Sprachgewalt eine Gewalt, die, naja, durch Sprache erzeugt werden kann und nicht durch körperliche Handlungen oder so ähnlich. Jetzt ist aber auch bekannt, dass das Determinativum, das Erstglied eines Kompositums, in ganz, ganz unterschiedlicher Weise sich aufs Zweitglied beziehen kann. Es ist nicht notwendigerweise so, dass man Sprachgewalt als Gewalt mittels Sprache deuten muss und dass man Sprachgerechtigkeit als Gerechtigkeit, die mittels Sprache erzeugt wird, deuten muss. Das macht man heute so. Das sind aber keine Lesarten der Romantik, sondern die Romantik oder die Zeit um 1800 hat eben das Determinativum Objecti, so wie ein Genitivus Objectivus, ja, die Liebe des Vaters ist die Liebe zum Vater, nicht nur die Liebe, die der Vater empfindet, Subjectivus, funktioniert beim Determinativkompositum ganz genauso. Und in dem Moment, in dem Sie das so lesen, dann haben Sie eben das, was Frau Middelhoff vorhin gezeigt hat, nämlich die Ausdrucksfähigkeit, die Gewalt, die ich über die Sprache habe. Die Gewalt, die mir sozusagen meine Sprache erlaubt, mich selber auszudrücken, alles das sagen zu können und vielleicht mehr als das, was ich möchte. Und dann genauso natürlich eben auch nicht Gerechtigkeit durch Sprache, sondern auch hier Determinativum Objecti. Das ist dann die Sprachadäquatheit. Ich muss der Sprache gerecht werden. Das ist die Sichtweise der Romantik auf die Sprache. Ich finde es ganz interessant, wenn man das wirklich mal so linguistisch durchdekliniert, dass man im einen Fall einen instrumentellen Blick auf Sprache hat. Und das ist, meine Damen und Herren, typisch für die Aufklärung. Die Aufklärung hat genau das im Blick. Die Aufklärung will die Sprache in ihre Gewalt kriegen. Sie will sie möglichst eindeutig, sie will sie möglichst klar, sie will sie möglichst verständlich und so weiter, damit man dann nämlich die Welt in irgendeiner Weise am besten gescheit abbildet und möglicherweise auch, naja, den allgemeinen Weltfrieden erzeugt. Esperanto, wir haben es vorhin gehört, ist eben in seiner gesamten Grundidee natürlich ein aufklärerisches Gedankengut, obwohl der Gedanke des Esperanto jünger ist als die Aufklärung, aber das ist die Tradition. Und die Romantik hat eine viel stärker objektivierende Sicht auf die Sprache, eben deswegen auch Determinativum Objecti. Ich mache was mit Sprache, ich verhalte mich zur Sprache und ich benutze sie nicht. Und das wäre, glaube ich, jedenfalls aus meiner Sicht, eine der Möglichkeiten, wie wir in die Diskussion einsteigen könnten. Ich wäre also auch hier am Ende meiner kleinen Einführung. Das wäre eine Möglichkeit, wie wir einsteigen könnten, dass wir uns überlegen, ob da nicht vielleicht sowas wie ein allererster Ansatz stecken könnte, auch für unsere heutige Debatte. Denn es gibt mehr als eine Sicht auf Sprachgewalt und auf Sprachgerechtigkeit. Das wäre mein Punkt. Man kann mittels Sprache Gewalt ausüben, man kann aber auch sozusagen die Sprache in seine Gewalt bekommen, indem man sich darüber klar ist, beispielsweise, was man sagt, wie man redet und aufpasst, ob man möglicherweise dann hinterher vielleicht jemanden verletzen könnte durch seine Art und Weise zu sprechen, ob man willentlich oder unwillentlich diskriminiert, ob man sich rassistisch äußert, ohne sich selber als Rassisten zu empfinden, alles das kann man ja tun, bekanntlich, und alles das ist Thema unserer heutigen Debatte. Und mit der Sprachgerechtigkeit ist es genauso. Sollte ich aufpassen, dass ich der Sprache nicht gar ungerecht begegne, nur vor lauter Gerechtigkeit außerhalb der Sprache? Das wäre eine Fragestellung für mich, von meiner Seite, die vielleicht in die Diskussion einleiten kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die beiden Impulse. Bevor ich Ihnen Gelegenheit gebe, auch aufeinander zu reagieren und die Frage, die Herr Bär ja zugespitzt hat, die ja im Grunde heißt, also Sprachgerechtigkeit kann man unterschiedlich verstehen. Wir haben es jetzt gerade auch linguistisch auseinandergenommen bekommen, wie das funktioniert. Und
Ist das nicht tatsächlich ein Beitrag zu unserer heutigen Debatte? Um welche Form von Gerechtigkeit geht es? Vielleicht streiten wir gerade tatsächlich in den gegenteiligen Lagern darum, wie man Sprachgerechtigkeit auffasst. Ob man sozusagen der Sprache gegenübergerecht ist oder ob man die Sprache als Instrument für andere Formen von Gerechtigkeit auffasst. Ich würde gerne noch den Blick einmal auf einen Punkt lenken, der bei Ihnen beiden sozusagen ja mitschwang und der mir tatsächlich ein Punkt zu sein scheint, in dem die heutige Debatte tatsächlich fundiert ist in Erkenntnissen, die wir der Romantik zuordnen und wo man sagen kann, dass die Romantik im Grunde so etwas ist, auch etwas leistet wie eine Aufklärung der Aufklärung über sich selber. Und das fängt eben dann schon auch vor der literarhistorischen kurzen Zeit der frühen Romantik an mit den genannten Namen. Also Johann Georg Hamann ist der erste der großen Sprachdenker, der sich ja auseinandersetzt mit Immanuel Kant und der genau diesen Punkt Kant vorwirft in seiner Kritik, der Metakritik, wo er sagt, die Vorstellung von Kant, dass die Aufklärung eben der Ausgang der, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, das sei sozusagen zu fern von Sprachbedingtheit des Menschen gedacht. Hamann weist darauf hin, dass dieses Denken eben immer als an das Instrument Sprache gebunden ist, dass der Mensch nicht sprachlos denkt, sondern in den Gleisen der Sprache und dass damit etwas einhergeht, was offensichtlich ungerecht genannt werden kann. Die Menschen haben unterschiedliche Sprachen und manche haben sozusagen mehr Sprache mitbekommen, können sich ganz anders ausdrücken. Es liegt ihnen viel näher sozusagen aus ihrer Unmündigkeit herauszutreten als andere, die in einer Sprache groß werden, die das Potenzial gar nicht mit sich bringt. Also Hamann versucht zu sagen, diese aufklärerischen Gedanken sind, die sehen nicht die Bedingtheiten und die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten, unter denen die Menschen anfangen, sich aus ihrer Unmündigkeit wegbewegen zu wollen, und weist ganz entschieden darauf hin, dass die Sprache eben etwas ist, was die Menschen prägt, und hat dann diese Formel in diesem Aufsatz über die Kritik der Kritik, also die Metakritik über den Purismus der Vernunft, heißt es da. Er sagt, Kant, seine reine Vernunft ist eben eine Fiktion. Die Vernunft ist nie rein, sondern sie ist von verschiedenen Dingen befleckt, und eine ganz wesentliche Bedingung ist die sprachliche Verfasstheit der Vernunft. Und dann sagt er, es gibt eben nicht nur die Spontanität der Begriffe, also die Möglichkeit des Menschen, Sprache auch zu prägen, selber Herr über Sprache zu sein, also selber derjenige zu sein, der hier Gewalt ausübt, sondern stark zu machen ist eben auch die Rezeptivität der Sprache, was hier meint, dass der Mensch in die Sprache hineingeboren wird, mit der er dann zurechtkommen muss, und dass ihm damit bestimmte Bedingungen vorgegeben sind. Und das ist eine Überlegung, die tatsächlich ganz zentral dann in der Romantik Fuß fasst. Da müssen wir uns jetzt nicht mit allen Positionen beschäftigen. Das wäre tatsächlich ein großes Unterfangen. Natürlich müsste der Name Wilhelm von Humboldt hier eine wichtige Rolle spielen, der den Geist der Sprache als weltbildendes Organ besonders aufmerksam verfolgt hat. Das, was nahe liegt, wenn man über die Romantik als Zeit des Übersetzens nachdenkt, ist auch immer der berühmte Aufsatz von Friedrich Schleiermacher über die Methoden des Übersetzens, der ja auch eine Hermeneutik ist. Und genau in dem Sinne, den Herr Bär gerade ausgeführt hat, kann man sagen, das ist eine Anti-Hermeneutik, obwohl Friedrich Schleiermacher als der Hermeneutiker gilt. Das ist auch eine Anti-Hermeneutik nur insofern, als dass er tatsächlich anders als die Aufklärer davon ausgeht, dass das sich Verstehen tatsächlich eher der Glücksfall ist. Er sagt dann, es ist erstaunlich, es funktioniert. In der Theorie müsste man sagen, es kann gar nicht funktionieren, weil doch jeder offensichtlich seine eigene Sprache hat. Und wie kommt es, wird bei ihm tatsächlich als eine Art Wunder beschrieben, dass man trotzdem den Eindruck hat, dass man sich versteht. Und er macht sehr deutlich, dass das Übersetzen eben nicht nur ein Phänomen ist zwischen Nationalsprachen, sondern im Grunde zwischen jeden zwei Menschen, die miteinander reden,
und im Extremfall sogar mit sich selber. Also, dass man sich selber immer wieder in eine neue Zeit, in einen neuen Kontext übersetzen muss. Und da sagt er das, was bei Hamann in diesem Brühwürfel zusammengefasst ist, Rezeptivität der Sprache und Spontanität der Begriffe, das führt Schleiermacher aus und sagt, jeder Mensch ist auf der einen Seite in der Gewalt der Sprache, die er redet. Er und sein ganzes Denken ist ein Erzeugnis derselben. Er kann nichts mit völliger Bestimmtheit denken, was außerhalb der Grenzen derselben läge. Die Gestalt seiner Begriffe, die Art und die Grenzen ihrer Verknüpfbarkeit ist ihm vorgezeichnet durch die Sprache, in der er geboren und erzogen ist. Verstand und Fantasie sind durch sie gebunden. Das ist ganz klar dieser Gewaltaspekt, könnte man sagen, oder die determinierende Kraft von Sprache. Und das ist ja eigentlich die Voraussetzung, die wir machen, wenn wir davon reden, dass Sprache ungerecht ist, dass sie offensichtlich Dinge vorgibt, aus denen wir uns gar nicht befreien können, sondern denen wir ausgeliefert sind. Und dann ist es umso wichtiger, dass die Sprache auch gerecht ist, denn wenn wir der ausgeliefert sind, dann wollen wir ja nicht einer ungerechten Weltbeschreibung ausgeliefert sein. Schleiermacher bleibt dabei aber nicht stehen, sondern stellt eben fest, dass auf der anderen Seite jeder freidenkende, geistig selbsttätige Mensch auch seinerseits die Sprache bilde. Denn, fragt er, wie anders als durch diese Einwirkungen wäre sie geworden und gewachsen von ihrem ersten rohen Zustande zu der vollkommeneren Ausbildung in Wissenschaft und Kunst. In diesem Sinne ist es die lebendige Kraft des Einzelnen, welche in dem Bild seinem Stoff der Sprache neue Formen hervorbringt, ursprünglich nur für den augenblicklichen Zweck, ein vorübergehendes Bewusstsein mitzuteilen, von denen aber bald mehr, bald minder in der Sprache zurückbleibt und von anderen aufgenommen weiter bildend um sich greift. Das ist in Nutze eine Theorie des Sprachwandels, die Schleiermacher hier vorstellt. Und das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, wie das aus Ihrer beider Perspektive aussieht, wenn man es anwendet auf die aktuelle Debatte. Denn natürlich sind wir in dieser Debatte, in der wir uns befinden, um die Sprachgerechtigkeit. Einerseits sozusagen gehen wir davon aus, dass Sprache Kraft hat und uns prägt und damit müssen wir etwas tun, wenn wir erkannt haben, dass das ungerecht ist. Andererseits ist die Frage, wie kann Sprachwandel eigentlich vor sich gehen? Ist das etwas, was man verordnen kann, wer auch immer? Oder ist das etwas, was sich qua Sprachgebrauch jedes Einzelnen entwickelt? Also etwas, was sich dann wiederum der Verfügungsgewalt einer Institution oder einer Staatsgewalt womöglich gar entzieht und eben was ganz anderes als eine Verordnung von sprachlichen Verhaltensweisen, wie wir sie jetzt zum Beispiel wieder mal in einer Diktatur erleben, wo klar gesagt wird, ihr müsst bitte so reden und nicht anders. Das heißt nicht Krieg, sondern das heißt, wie heißt es, militärischer Eingriff. Also diese Form von Sprachbestimmung von oben und nicht einem sozusagen gewachsenen Sprachwandel geschuldet. Ja, also das wäre sozusagen nochmal meine Frage an die beiden Diskutanten, wobei die Punkte, die Sie uns jetzt mitgegeben haben, eine Fülle von Nachfragen natürlich nahelegen. Sehr interessant, Frau Middelhoff, fand ich das Zitat von Raoul Varnhagen, wo es heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, aber vielleicht kriege ich es auch auswendig hin, die Geschichte mit ein Buch ist gut, wenn es auch eine Maus geschrieben hat. Also das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wir heute gelegentlich pflegen, wo es immer darauf ankommt, wer es geschrieben hat. Und nur wenn man weiß, wer es geschrieben hat, kann man überhaupt beurteilen, ob das gut ist, ob es gerecht ist, ob es passt. Und diese Unabhängigkeit von der Individualität des Autors steht in einer gewissen Spannung zu der behaupteten Individualität des Sprechens. Also diese Loslösung auf der einen Seite, ne, zu sagen, dass, also es kommt auf eine ästhetische Qualität an, dass sozusagen das Werk steht im Fokus und weniger die Autorschaft. Gleichzeitig ist aber, und das ich sage, glaube ich, aus den Zitaten auch herausgekommen, und da würde ich auch gerne nochmal einen Punkt auf die Besonderheit der Romantik zurückkommen, dass die historischen
Gegebenheiten, die Konstellationen, um überhaupt weibliche Autorschaft oder eine Autorinschaft, wie sie es tatsächlich auch mal an einer anderen Stelle nennt, denkbar ungewöhnlich bis unmöglich zum Teil sind. Also Sie hatten eben nochmal erwähnt, die verschiedenen Sprachen, die unterschiedliche Möglichkeiten oder auch irgendwie Probleme mit sich bringen, überhaupt irgendwie sichtbar gesprochen zu werden, also sozusagen eine Ungerechtigkeit gegenüber Minderheitssprachen. Das sieht Rahel Leeuwenhagen mit Blick auf das Sprechen und die Bildung von Frauen eben. Also wer kann überhaupt am Diskurs teilnehmen? Wer kann auf diese bestimmte Art und Weise nicht wie eine Maus, sondern wie eben ein herausragender Schriftsteller schreiben? Das sind die Leute, das sind die Männer, die auf die Universitäten gehen. Ne? Also sie lancierte eine fulminante Kritik auch in dieser Rezension, die ich da genannt habe, und fragt da eben auch nochmal, also wie können denn überhaupt Frauen mitschreiben, anders schreiben, überhaupt sprachlich wahrnehmbar werden, wenn sie weiterhin von bestimmten Bildungsprozessen ausgeschlossen sind? Sollen Frauen läppisch bleiben? Das ist sozusagen ihre Frage. Und dann antwortet sie mit Friedrich Schlegel, aber das ist eine andere Position. Sie sagt, also solange Männer roh bleiben, bleiben Frauen läppisch. Ne? Also dieses Wechselverhältnis gibt es da eben auch. Und ich würde nochmal auf die, was ist sozusagen die Besonderheit auch in der Reflexion von Sprachwandel um 1800, die Besonderheit der Romantik, die neben der Hermeneutik oder einer Hermeneutik des Unverstehens ist, glaube ich, die radikale Selbsthistorisierung der Romantik. Also das ist eigentlich die erste, wenn man so will, die erste Literatur- und kulturhistorische Epoche, die sich selbst als Epoche, als sozusagen historische Konstellation begreift, theoretisiert und zum Teil dann auch wieder reflektiert, ironisiert und so weiter. Ne? Also eine ganz, ganz dezidiert reflektierte Auseinandersetzung damit, in welcher Zeit, in welchen sozialen und kulturellen Umbrüchen man letztendlich aussteht. Das sind politische, da steht natürlich die Französische Revolution, das sind wissenschaftliche Neuerungen, Umbrüche, die Dynamisierung der Wissenschaften, die Disziplinen. Und dies aus diesem Bewusstsein einer radikal historisch situierten Eingebundenheit der eigenen Position, aber auch der eigenen Sprache, passieren natürlich nochmal ganz andere Prozesse, die uns heute letztendlich ja auch nochmal begleiten, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir überhaupt aus bestimmten Positionen sprechen, dann sind die immer historisch, sozial kodiert und positioniert. Und das finde ich, also das kommt tatsächlich, das ist in der Aufklärung eben sozusagen so nicht, noch nicht da, ne? Diese radikale Selbsthistorisierung der Romantik, die eben ihre eigene, woher kommt meine Sprache, was mache ich mit der und inwiefern kann die, und das progressive Universalpoesie, inwiefern kann daraus noch was werden oder ist da auch möglicherweise ein utopisches Potenzial innerhalb der Sprache? Genau, das vielleicht an der Stelle. Also das heißt eben auch, diese Selbsthistorisierung ist ja ein Aspekt der generellen Reflexion auf die jeweilige Besonderheit. Also das kann man auch jetzt qua Kategorie Geschlecht oder anderer Spezifitäten machen oder auch Region oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass die Vorstellung vom universalen Menschen, der überall gleich ist, die wird in Frage gestellt. Also es wird differenziert und es wird geschaut, es gibt offensichtlich Unterschiede. Die historische Situation ist ein ganz wesentlicher Unterschied, aber es gibt eben auch andere. Und wenn man so will, ist das natürlich die bekannte Querelle des Anciens im Modernen, wo man hat, die Vertreter der Alten sind die sagen, es gibt diese Normen und die Regeln und die gelten wo immer und wann immer ich wo bin. Und die Modernen, die sagen, es ändert sich was, die Welt ändert sich und damit können wir, auch wenn wir dieselben Ziele haben, sie nicht mehr auf dieselbe Weise verfolgen. Bei Goethe kann man das auf die Formel bringen, die er dann in Kunst und Altertum prägt. Jeder sei auf seine Weise ein Grieche, aber er sei es, fügt Goethe dazu. Das ist diese Spannung zwischen Universalität und der Erkenntnis, dass Universalität auf der Metaebene nur funktioniert, wenn man sie qua Besonderheit sieht und eben nicht universell. Also ich finde es unglaublich spannend. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von wichtigen Punkten im Grunde genommen gerade schon zusammengetragen. Viel mehr, als man in einem Abend ausdiskutieren kann, fürchte ich. Aber ich denke, wir könnten vielleicht an ein oder zwei Stellen nochmal eben innehalten. Ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal dieser Punkt, Frau Bohnenkamp, den Sie gesagt hatten, dass man die weltbildende Kraft der Sprache
und die Gewalt der Sprache, die sie über das Denken ausübt, mitdenken muss. Das ist in der Tat absolut romantisch. Nicht nur, haben wir auch schon gesagt, aber die Romantiker machen da voll mit und greifen das auf und breiten das aus. So, wenn ich das zu Ende denke, meine Sprache hat Gewalt über mich und es ist mir nicht möglich, außerhalb den Möglichkeiten meiner Sprache zu denken, dann lande ich irgendwann historisch in derjenigen Auffassung des Sprachidealismus, die dann im 20. Jahrhundert unrühmlich sich breit gemacht hat. Das sind dann, also gerade Leo Weisgerber ist nicht der Allerschlimmste. Es gibt schlimmere Vertreter, Fritz Stroh und so ein paar Konsorten, Linguisten des 20. Jahrhunderts, die dann ganz klar gesagt haben, eine Sprache ist eine völkische Angelegenheit und nur was das Volk denkt, das ist in die Sprache eingegangen und jeder Ausländer kann und so weiter. Man hat den Grundgedanken natürlich schon in der Barockzeit, man hat ihn auch bei Fichte in der vierten Rede an die deutsche Nation, wo es dann heißt, der Fremde schweige in der Gemeine, so lange bis er die Sprache richtig kann, dann darf er auch mal reden, sonst kommt er nämlich und bringt merkwürdige fremde Wörter in die Sprache. Mhm. Ja, das ist also diese eine Linie, die andere Linie, die die Romantik natürlich ebenfalls im Blick hat und die gerade die frühe Romantik sehr stark gemacht hat, das ist der zweite Aspekt, den Sie mit Schleiermacher eingebracht hatten. Das ist nämlich dasjenige, was dann August Wilhelm Schlegel letztlich theoretisch zumindest, er hat nicht übersetzt, weil er gerne theoretisiert hat, sondern er hat übersetzt, weil er gerne übersetzen wollte, aber er hat es ja hinterher theoretisiert. Und warum übersetzt August Wilhelm Schlegel nicht bloß Shakespeare, er übersetzt genauso gut Ariosto, er übersetzt natürlich auch die antiken Griechen und dann übersetzt die alten Römer und macht alles Mögliche. Weil man in einer Sprache immer zumindest ein Stück weit gefangen ist und weil einem nur die andere Sprache und die dritte Sprache und die Mehrsprachigkeit die Möglichkeit gibt, das Denken zu erweitern. Und bei August Wilhelm Schlegel, an nicht so sehr bekannter Stelle, in den lange, lange Zeit nach seinem Tod erstmal gescheit edierten Vorlesungen über Enzyklopädie, 2008 oder sowas ist das Buch überhaupt erst erschienen, liest man das wunderbare Wort vom grammatischen Kosmopolitismus. Man braucht das Studium mehrerer Sprachen, um sowas wie ein Weltbürgertum, Kosmopolitismus zu erreichen. Und das ist das Ziel, was man bei Humboldt findet, was man bei Schlegel findet und auch bei anderen. Sodass wir also im Grunde genommen auf dem Umschlagpunkt sind historisch, von der einen Seite, von der Aufklärung hin, bis zum, naja, Nationalchauvinismus des späteren 19. und des 20. Jahrhunderts. Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist das, was Frau Mittelhoff mit der Historisierung sagte. Denn die Historisierung ist tatsächlich eine ganz wichtige Errungenschaft der Romantik. Und wenn ich mich jetzt frage, was können wir vielleicht doch für die heutige Debatte aus der Romantik lernen, dann sage ich jetzt mal, ohne dass das Gespräch dann natürlich am Ende ist, da fängt es ja gerade erst an, dann sage ich schon mal zwei Punkte. Punkt 1, Mehrsprachigkeit. Lernen wir mehr als eine Sprache? Und reden wir möglichst viele Sprachen und wenn es auch nur unvollkommen ist, wir verständigen uns zumindest. Und die rezeptive Fähigkeit, die ist meistens dann doch ausgeprägter. Ich kann ein bisschen mehr Französisch verstehen, als ich selber reden kann. Damit komme ich aber hin. Und wenn ich dann noch ein bisschen Italienisch und ein bisschen Latein radebrechen kann und Englisch noch dazu, dann komme ich irgendwie besser durch die Welt, als wenn ich nur und ausschließlich Deutsch kann. So, Nummer 1. Und Nummer 2, Historismus. Ich muss mir meiner eigenen historischen Situation permanent bewusst sein. Ich glaube, das ist die Anforderung, die man an unsere heutige Debatte auch noch stellen muss. Ja, wir sollten uns darüber klar sein, wer wir sind, wo wir hinwollen, wo wir herkommen natürlich auch. Wir dürfen es aber auch wieder nicht übertreiben, denn wo man hinkommt, wenn man den Historismus an die erste Stelle setzt, das haben dann später die Brüder Grimm, vor allem Jakob, in seinem Wörterbuch und anderswo gezeigt. Es geht überhaupt nicht um die Frage, was kann ich mit meiner Sprache in meiner Gegenwart machen? Wichtig ist nur der Urbegriff. Was hat man ursprünglich mal mit Sprache gemeint, gedacht, gewollt? Und was steckt in dem Wort Ehre ursprünglich? Und bei dem Wort Freiheit, da steckt das Wort Liebe drin. Sie kennen das Wort Freien und auf die Freite gehen und der Freier. Das hat heutzutage eine andere Bedeutung angenommen, heißt ursprünglich mal aber natürlich, dass derjenige, der jemanden liebt. Und Freiheit ist das, was man dem Menschen gibt, den man liebt. Und das sind die Freunde. Und die Fremden sind diejenigen, die eine andere Sprache sprechen, die nicht zur Sippe gehören und so weiter, die schlägt man tot. Das ist ursprünglich mal gedacht. Und wenn ich so anfange und ein Wörterbuch so mache, wie es dann Jakob Grimm tatsächlich gemacht hat, dann ist man weg vom Gegenwartsbezug und dann ist man nur noch im Historismus. Und das wäre im Grunde genommen wieder die Gefahr. Ich denke, wir sollten an der Frühromantik festhalten, genau in dieser kleinen Zeit um 1800. Denn die haben beides im Blick und versuchen sowas wie ein prekäres Gleichgewicht herzustellen, was natürlich irgendwie dazu verdammt ist, in die eine und in die andere Richtung immer auszukippen. Aber ich glaube, das ist der intelligenteste Zugriff auf die Dinge.
Da würde ich jetzt gerne nochmal Schleiermacher ins Spiel bringen, und der hat 1813, also das ist auf dem Höhepunkt, also das ist Völkerschlacht, also da sind wir im Grunde in einer Phase, in der die nationale Begeisterung schon sich sehr weit ausgebreitet hat. Und in diesem Vortrag über die Methoden des Übersetzens macht Schleiermacher, plädiert er dafür, so zu übersetzen, dass man das Fremde überall spürt, weil er nämlich genau das im Blick hat, was Sie gerade ausgeführt haben, dass man überhaupt sozusagen Erweiterung des eigenen Denkens, das ja an die eigene Sprache gebunden ist, nur dadurch erreicht, dass man die eigene Sprache bereichert um die Begegnung mit den fremden Sprachen. Und das kann man studieren in den Übersetzungen dieser Zeit, wie das Deutsche sich verändert unter dem Einfluss von sehr ausgangssprachlich orientierten Übersetzungen, zum Beispiel aus dem Griechischen, aber auch aus anderen Sprachen. Das heißt, das Übersetzen, das, was etwas anstrebt, was wir gerade heute, die meisten Übersetzer würden sagen, das wollen wir gerade nicht, wir wollen keine Übersetzung machen, bei denen man auf jeden, in jedem Satz merkt, das ist gar nicht ursprünglich Deutsch, sondern da merkt man noch das Fremde. Das würde man heute meistens vermeiden. Aber Schleiermacher plädiert gerade dafür und sagt, es ist gut, wenn ich der Übersetzung noch anmerke, dass sie aus einem anderen Zusammenhang kommt. Nur dann hat sie dieses emanzipatorische diese emanzipatorische Kraft und führt dazu, dass sie meinen Horizont erweitert. Im Grunde sagt er ja dann auch, also die Übersetzung ist nicht etwa ein Ersatz für das Werk, sondern sie kann im Idealfall, ist sie ein Weg zu dem anderen Werk. Und das heißt, soll die Menschen motivieren, die fremde Sprache zu lernen, damit sie ihren Horizont tatsächlich so erweitern. Und die machen das ja auch in der Tat bei den älteren deutschen Texten, also bei den mittelhochdeutschen Texten. Ja. Die werden ja nicht tatsächlich ediert wissenschaftlich, wie man das heute verlangen würde, ganz genau wortwörtlich die Quelle wiedergeben, sondern das ist so eine Art von, so einer halben Übersetzung. Und da werden dann mittelhochdeutsche Wörter auf einmal stehen lassen, nicht nur das Wort Minne, sondern eine ganze Reihe von Wörtern, die heutzutage dann hinterher den Wagnerianern bekannt sind, aus den Wagnerschen Libretti. Da kommen die nämlich letztlich ursprünglich her, aus der Mittelalterrezeption. Da machen die genau dieses gleiche Ding, eine Kunstsprache im Grunde genommen, die weder richtig mittelhochdeutsch ist, noch richtig gegenwartsdeutsch. Und bei der Übersetzung von Platon ist es ja genau das Gleiche. Das ist natürlich kein Griechisch, es ist aber auch kein Deutsch. Es ist irgend so ein Mittelding, was permanent die Fremdheit spüren lässt. Ja. Und Novalis schreibt irgendwann an Schlegel, an August Willemann, den Älteren, schreibt er, hat er irgendwie einen Band Shakespeare von ihm bekommen, die Übersetzung, und dann schreibt er, ich stehe nicht an, zu behaupten, dass der deutsche Shakespeare besser ist als der englische. Und zwar deswegen, nicht weil August Wilhelm Schlegel den Shakespeare besser gemacht hat, nein, weil ein zweiter Geist sich ebenfalls noch eingebracht hat in die Übersetzung. Und weil es genau darum geht, dass man im Grunde genommen nicht, sind wir wieder bei der Frage, was muss ich unbedingt die Intention des Autors spüren? Muss ich nicht, im Gegenteil, ich muss irgendwie was Eigenständiges machen. Das ist romantisch, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, sehr zeitgemäß oder modern. Zeitgemäß ist es nicht, das will keiner haben, aber modern wäre es. Modern ist ja, also im Blick auf die Übersetzung eben auch, dass die Übersetzung, Sie hatten das gerade schon angedeutet, als ein zweites Kunstwerk, nicht also nicht einen anstatt, sondern eher, also bei Goethe heißt es anstelle, nicht anstatt, also nicht wegwerfen. Und gleichzeitig ist es eben ein eigenständiges, ein zweites Kunstwerk, das nie gleichzusetzen ist. Und jetzt nochmal mit Blick auf die Autorin um 1800, die in Übersetzen natürlich ein dezidiertes Moment von Sichtbarkeit, eine Möglichkeit da bekam. Es wurde viel übersetzt, viele Übersetzerinnen konnten dadurch auch überhaupt mit ihrem Namen sichtbar werden. Und auch da nochmal zum Sprachwandel, zur Aneignung bzw. Umschreibung und sich auch einschreiben in die Texte. Es gibt eine ganz, also Raoul van Hagen hat ebenfalls sehr viel Goethe übersetzt, sehr viele Gedichte ins Französische übertragen. Und von Meta Forkel gibt es eine interessante, Meta Forkel ist eine Übersetzerin, Autorin, die mit Georg Forster viel übersetzt hat, unter anderem eben auch politische Texte, Thomas Paine, Die Rechte des Menschen hat sie mit übersetzt. Und es gibt eine Übersetzung, da geht es um letztendlich Richtlinien für Frauen, bei der sie ständig kritisiert, dass das so nicht zu machen ist, schreibt sich da in so Fußnoten paratextuell ein und sagt, naja, also das ist irgendwie Quatsch, was jetzt hier vorgelegt wird. Außerdem ist das irgendwie sozial, das ist auch interessant, sozial degradierend, sich teilweise mit niederen Ständen nicht zu beschäftigen, das muss man anders machen. Und sie übersetzt zum Beispiel den Begriff Relations, also das ist eine englischsprachige Vorlage,
mit dem Begriff, den es wirklich um 1800 nicht gibt, Bekanntin, Bekanntinnen. Also es ist ganz dezidiert nochmal also eine weibliche Form von die Bekannte, der Bekannte, die Bekanntinnen, um gleich da nochmal klarzumachen, mit welchem Publikum, mit welcher Lesegruppe, mit welcher Zielgruppe hat man es hier zu tun und die eigene, das eigene Geschlecht in diesen Text auch mit einzuschreiben. Also auch da die Übersetzungen und die Frage danach, welchen Stellenwert haben Übersetzungen auch in der heutigen Zeit, auch im Konzept von Weltliteratur, ist, glaube ich, etwas, wo man sehr sinnvoll anknüpfen kann an die romantische Übersetzungstheorie, aber auch Praxis, die ja zum Teil ein bisschen auch im Spannungsverhältnis steht. Jetzt sind Sie eingeladen, meine Damen und Herren, einzugreifen und die Fragen zu stellen, die Ihnen jetzt unbeantwortet geblieben sind, damit wir die verbleibende Zeit dann auch sozusagen darauf eingehen können, was Ihnen am Herzen liegt. Ich gucke in die Runde, Herr Professor Kelbrand. Mir ist bei unserem letzten Gespräch im Haus am Dom, das auch um die Frage der Sprachengerechtigkeit und der Mehrsprachigkeit ging, in meinem Statement aufgefallen, das habe ich dann natürlich zum Thema gemacht, dass heute der Begriff sprachgerecht eigentlich kaum noch in seiner eigentlichen Bedeutung verwendet wird, sondern eigentlich nur noch in seiner moralischen. Das ist mir aufgefallen, als ich überhaupt mal noch mal über den Begriff nachgedacht habe, so wie ich den gelernt habe. Und wie ich den gelernt habe, heißt der Sprachrichtigkeit. Ja. Also sprachgerecht ist so wie sachgerecht. Mhm. Ich werde einer Sache gerecht. Nicht ich verlange, dass ich gerecht behandelt werde, sondern ich stelle mich darauf ein, dass die Sache gerecht behandelt wird. Aber diese Bedeutung ist vor lauter Moralität in unserer Zeit eigentlich überhaupt gar nicht mehr da. Die Folgen sieht man ja auch in der Sprachbeherrschung, die ja auch also wirklich ein ärmliches Dasein fristet. Ich will nicht sagen wie eine arme Verwandte, sondern wie ein armer Verwandter, müsste man sagen. Aber die Sprachgerechtigkeit ist offensichtlich auch gar nicht unbedingt angesagt in dieser Bedeutung, sondern es geht in uns, in unserer Befindlichkeit, in unserer Sensibilität, dagegen will ich gar nichts sagen. Man könnte ja Matthäus 23 das eine tun, das andere nicht lassen. Aber es geht uns offensichtlich hauptsächlich darum, dass wir moralisch richtig sprechen, ob wir sprachgerecht sprechen, auch mit dem Begriff Studierende. Ja, der verstorbene, plötzlich verstorbene Studierende ist ja auch eine semantisch interessante Figur. Das ist dann wiederum eine andere Frage. Das ist mir aufgefallen. Ich fand es eigentlich auch, ja, ich muss mit einem gewissen humorvollen Lächeln darauf reagiert, aber manchmal auch etwas befremdet. Das ist jetzt keine Frage, sondern nochmal ein Kommentar zu Ihrer Beobachtung. Mhm. Herr Valentin. Ja, ich schließe mich gern direkt an, auch inhaltlich. Also einmal danke vor allem an Sie, Kollegin Bohnenkamp, dass Sie quasi unsere Debatte von letzter Woche sozusagen nochmal in die Romantik rückwärts verlängert haben, denn es ging ja jetzt doch in langen Passagen auch über Mehrsprachigkeit und über den Sinn und wahrscheinlich in der Romantik auch im Sinne der Selbsthistorisierung, ich würde es ja eher Selbstreflexivität nennen oder mindestens auch so nennen, dass da sozusagen die, gerade beim Übersetzen, also ganz vielen Dank für die vielen Hinweise, dort im Grunde entdeckt wurde oder zumindest für den deutschsprachigen Raum entdeckt wurde. Ich würde aber gerne nochmal bei den sozusagen primären Statements ansetzen und auch bei der Frage, was soll uns das denn heute sagen? Und ich habe aber sowohl Frau Mittelhoff, ihr wie auch Herr Bär, ihre sehr schönen Passagen aus dem Briefwechsel so gelesen, dass hier doch sehr wohl ein Bewusstsein für eine bestimmte Form der Sprachverwendung bei Männern und Frauen zum Beispiel vorliegt, wie das in meinem Sinne auch idealerweise in Gender Studies, die wirklich das tun, was sie mal ursprünglich wollten, geschehen könnte. Ja, also in meinem Sinne haben sie in einem guten Sinne Gender Studies betrieben, weil sie beschrieben haben, wie Geschlechterrollen in dieser Zeit, auch im Dialog zwischen einem Mann und einer Frau oder eben in dem Blick der jüdischen Frau auf die Männer und ihr Sprachgebaren sehr feinsinnig und genau beschrieben wird. Und problematisch wird es dann, wenn diese Gender Studies, diese genaue Beschreibung, die ja meiner Ansicht nach durchaus politisch ist in der Tendenz, wir haben ja, ich meine schon bei Kant, was ist Aufklärung, diesen Impuls und dann kurz nachher bei Heine und Börne und anderen, also eine explizite sozusagen Politisierung auch der Literatur oder des literarischen Betriebs, in der Romantik vielleicht nicht,
Aber gefährlich wird es eben dann ja auch heute, und da bin ich beim Kollegen Kehlbrand, wenn aus Gender Studies Gender Mainstreaming wird. Das heißt also, aus dem Sein wird sofort ein Sollen und aus der Beschreibung wird sofort eine Norm sozusagen gezogen. Und da, das würde ich gerne sozusagen nochmal zurückspielen, auch weil Sie, also gerade Sie auch, Herr Bär, sozusagen die Ihre Schlussfolgerung gezogen haben. Ich glaube, die, was uns wirklich fehlt, da haben wir letzte Woche auch mühsam sozusagen dran gearbeitet, wer möchte, kann sich es im Video auch nochmal anschauen auf unserer Homepage, ist sozusagen eine genaue Beschreibung der Sprachkulturen heute auch, nach Geschlecht, nach Herkunft, nach Ethnie, vielleicht auch nach Religion geprägt, und wir sind sofort bei der Frage der Beteiligungsgerechtigkeit. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was zumindest den Literaturwissenschaftler und auch den Philosophen und jeden, der eigentlich erstmal verstehen möchte, wie es denn eigentlich ist, ratlos oder auch frustriert zurücklässt. Also wir überspringen sozusagen die Analyse und sind sofort bei der Therapie. Also das ist jetzt mal eine These, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen. Und die Frage an Sie ist, Herr Bär, Sie haben das ja so ein bisschen sozusagen von sich abgetan, auch sozusagen mit guten Gründen, aber ob dann eben nicht doch Ihre Ausführungen in diesem Sinne sehr wohl anschlussfähig sind an heutige Debatten, in dem Sinne, dass man genauer verstehen möchte, wie eine solche Selbstwahrnehmung, Formatio, durchaus auch in der eigenen Geschlechterrolle, denn nur eigentlich sprachlich funktioniert und wie die sich niederschlägt. Ja, wenn ich direkt darauf antworten darf, ich würde sehr wohl sagen, dass es anschlussfähig ist und dass man eine ganze Menge davon mitnehmen kann. Was ich nur aussagen möchte und fürchte sagen zu sollen, ist, dass es nicht ganz so einfach ist und dass man in der Romantik keine Patentrezepte finden kann, wie man sie natürlich nirgendwo finden kann. Und das ist ja genau der Punkt. Die Romantik hat, glaube ich, deutlicher als andere Diskurse, das hatten Sie, glaube ich, auch noch mal eben gesagt, mit dem Blick auf die Historisierung. Die Romantik hat deutlicher als andere Diskurse kapiert, dass sie historisch einzigartig ist und dass sie es auch bleibt. Und dann, deswegen würden die Romantiker wahrscheinlich nicht sagen, ihr könnt uns eins zu eins auf heute übertragen. Man findet aber eine ganze Reihe von anschlussfähigen Aussagen. Und wenn man die rauszieht, das kostet ein bisschen Zeit. Mehr als der heutige Abend, definitiv. Und wahrscheinlich mehr als ein Semester, aber es wäre möglich. Und das wäre eine wunderbare Sache, wenn man das rausarbeiten könnte. Ich möchte nur eines vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen relativierend dazugeben, auch ein kleines bisschen noch in Anknüpfung an Herrn Kehlbrand. Wenn ich mir als Sprachhistoriker meine eigene Gegenwart angucke, das tue ich auch hier und da, und mir dann die Frage stelle, was passiert eigentlich gerade so, und dann passiert dies und das, dann passieren ganz viele Dinge, die mir auch nicht gefallen, dann gibt es ein paar Dinge, die finde ich auch wieder gut, dann frage ich mich, was wird in 200 Jahren sein? Das weiß ich alles nicht. Aber ich kenne die Zeit von vor 200 Jahren und ich sehe die Linie von damals bis heute. Und ich sehe Entwicklungsprozesse, die länger dauern als 5 Minuten. Wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, ich habe ein Lineal und ich habe einen Punkt hier von 1500 bis ins Jahr 2000 und ziehe das die Linie. Und dann mache ich die logische, den Schluss, dass es weitergehen könnte, und dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, wo wir landen. Ich kann mir ungefähr ausrechnen, dass wenn das, der Sprachgebrauch heute so weitergeht, wie er momentan gerade ist und die Ideologie so mitspielt, dass wir dann irgendwann in 200 oder 300 Jahren keine Genussprache mehr haben könnten. Das Deutsche ist eine Sprache mit 3 Genera nach wie vor. Das Englische hat das substantivische Genus aber irgendwann abgelegt. Das Deutsche war aber nicht immer eine 3-Genus-Sprache, sondern es war mal irgendwo in grauer Vorzeit eine 2-Genus-Sprache, und da war das Genus kein Geschlecht im Sinne von Sexus, sondern da war das Genus die Unterscheidung zwischen individuell und allgemein oder kollektiv. Ja? Und dann haben sie dann beispielsweise bei den alten Indogermanen, bei ihren Pferdeherden, haben sie den Hengist, das war der Hengst. Das ist aber nicht das männliche Pferd, sondern das ist das Leittier. Und dann gibt es die Gesamtheit aller Pferde, und die heißt die Stuota, das ist die Stute. Und dann kommt man erst sehr spät auf den Gedanken, dass man die Bezeichnung für das Gestüt, warum heißt das Gestüt, wo alle Pferde sind und nicht bloß Stuten, nicht Gehengst oder Gepferd, das heißt Gestüt, ja, weil Stute die Gesamtheit der Pferde war. Und dann hat man das Ganze übertragen, und dann hat man irgendwann mal die Pluralbezeichnung genommen und hat die Pluralbezeichnung genommen, kollektiv, und hat sie auf den weiblichen Sexus übertragen. Wer sich jemals gefragt hat, warum im Lateinischen dann Neutrum Plural der O-Deklination auf A endet, genauso wie das Femininum Singular, der hat hier die Erklärung, weil das Genus ursprünglich mal kollektiv und individuell unterschieden hat. Das sind Änderungen im Laufe von Jahrtausenden. Und ich würde sagen, wir sind im Moment an einer ganz interessanten Stelle.
Aber das ist nicht der Schlusspunkt und nicht der Endpunkt, das ist ein Durchgangsstadium. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht an dieser Stelle stehen bleiben werden. Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, dass ich es nicht mehr erleben werde, dass es noch irgendwann anders wird. Normenabbau, Herr Kelbrandt, haben wir seit ungefähr 1950. Und das geht dann in den 70er Jahren so richtig los. Und dann spielt die 68er-Bewegung eine Rolle, aber nicht nur. Es spielt eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Im Moment sind wir dabei, die einheitliche, klare, normierte Vorstellung von der einen und richtigen deutschen Sprache aufzugeben. Gehen Sie in die Grundschule, gucken Sie, welcher Wert auf Rechtschreibung gelegt wird. Gehen Sie ins Internet und gucken Sie, welcher Wert auf Sprache überhaupt gelegt wird. Ich meine das nicht wertend negativ, ich konstatiere es nur, das sind die Fakten und das entwickelt sich weiter, sodass wir in 300 Jahren eine Sprache haben, die so ähnlich aussieht wie das Frühneuhochdeutsche, nämlich viele verschiedene Möglichkeiten nebeneinander. Und vielleicht kommt dann irgendwann in 600 Jahren wieder die einheitliche Vorstellung eines Post-Spät-Neuhochdeutschen oder so irgendwas, das weiß ich nicht, aber es wäre denkbar. Ich sehe das eher entspannt, würde ich sagen. Und eine interessante Frage ist natürlich, also die können wir heute Abend nicht beantworten und ich glaube auch nicht, dass die Linguistik da ganz einheitliche Antworten drauf hat, aber wie passiert eigentlich Sprachwandel? Also Sie haben jetzt die Formulierung genommen, man hat dann genommen. Was heißt das? Also haben wir da eine Person, die sozusagen jetzt mal entscheidet, wir machen jetzt Sternchen, oder ist es ein irgendwie kollektiver Prozess, der, ja, aber wie? Also wie setzt sich so etwas durch oder wie setzt sich eben so etwas auch nicht durch? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, weil wir die ja natürlich zusammenhängt mit dem, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass die Sprache einerseits die Akteure alle prägt und andererseits wir ja offensichtlich in der Lage sind, sie zurückzuprägen. Also dieses Wechselspiel zwischen in der Gewalt der Sprache sein und auf die Sprache einwirken zu können. Wer hat da eigentlich Zugriff? Wir haben als Studierende der Linguistik da früher Versuche mitgemacht und sogenannte Worttauben in unserem Seminar ausgesetzt und dann versucht zu beobachten, werden die angenommen von der Gemeinschaft, von der Sprachgemeinschaft oder nicht? Also wie ist die Existenz von solchen Wörtern und woran kann man womöglich Prognosen knüpfen, ob etwas sprachlich funktioniert oder ob das eine Eintagsfliege bleibt? Und ich glaube, dass da Forschung drüber passiert, aber es ist nicht so, dass wir da schon fertige Antworten drauf hätten. Nee. Sie können es auch immer nur ganz punktuell zeigen. Es gibt Einzelfälle, wo man dann weiß, aha, das Wort X kann ich auf Y zurückführen. Ja, empfindsam kann man auf Lessing zurückführen, der es Bode empfiehlt, der die Sentimental Journey übersetzt. Wagen Sie für die Übersetzung von Sentimental, wagen Sie empfindsam. Übersetzung. Die Übersetzung, nicht? Und da haben wir es wieder. Also da kann man punktuell den Finger drauflegen, aber in vielen Fällen eben nicht. Und es ist faktisch am Ende sowas ähnliches wie Archäologie. Sie buddeln irgendwo in die Erde rein, dann finden Sie ganz verschiedene Schichten, die irgendwie übereinander liegen und die zum Teil zutage treten, zum Teil verschütt gegangen sind. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild für Sprachgeschichte. Am Ende werden Sie immer nur sowas wie Probebohrungen machen können. Und wenn man jetzt sich nochmal anguckt, die Frage Normierung, das gab es ja auch um 1800. Da gab es verschiedene sprachpflegende Bemühungen, zum Beispiel die natürlich auch mit der politischen Situation zusammenhängende Abwehr von Fremdwörtern, die im Gegensatz zu dem stand, was wir gerade so schön fanden in der Romantik, wo man dann, wo es ja richtig Wörterbücher gibt, die systematisch versuchen, alle Wörter, die irgendwie noch den lateinischen Ursprung verraten, die möglichst durch was anderes zu ersetzen. Und dann kann man wiederum sehen, dass diesen Bemühungen unsere heutige deutsche Sprache einige schöne Wörter verdankt. Also das hatte auch wieder einen sehr kreativen, sprachschöpferischen Zug. Gleichzeitig gibt es andere Vorschläge, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und welche funktioniert haben und welche nicht, ist offensichtlich dann wieder der Gemeinschaft. Also ist dann wieder eine Frage, was wird aufgegriffen und was nicht. Ich gucke nochmal in die Runde. Hier ist noch eine Frage. Ja, Frau Hoffmann bringt Ihnen das Mikrofon, dann können wir Sie auch... Ich eile schon. Ja. Herzlichen Dank. Ja, also ich bedanke mich auch für den spannenden Abend. Ich bin ganz begeistert. Mit der Theorie der Romantik, da kann ich nicht mithalten, obwohl ich Jochen Beer schon lange kenne und wir uns schon oft darüber unterhalten haben. Aber was mich immer fasziniert, ist eben dieser Übersetzungsgedanke. Ich glaube, das ist sozusagen das Wesen von Sprache. Also wir können uns ja immer überlegen, ob wir Sprache in Einheiten zerstückeln, in Wörtern und in Wörter, Sätze,
grammatische Strukturen, Wortbedeutungen oder ob wir Sprache als Prozess und als aktives Machen verstehen. Und ich glaube, also da würde ich immer gerne den Bogen zur Gegenwart spannen und zu den Problemen, die wir haben. Es geht immer um das Dazwischen und Übersetzen, denke ich, nicht nur zwischen einzelnen Sprachen, Bildungssprachen, Nationalsprachen, wie auch immer. Die innere Mehrsprachigkeit scheint mir auch wichtig und die wird nochmal ganz anders als die Rechtschreibung in den Schulen vernachlässigt unter anderem. Also mein Sohn ist jetzt in der 9. Klasse und sie machen jetzt tatsächlich die erste Gedichtanalyse ihres Lebens. Mhm. Ja, und er setzt sich in Beziehung zu diesen expressionistischen Gedichten, aber es fällt ihm schwer, zumal er ja noch eine eigene, also es ist ja nicht nur die Sprache, die er selber sonst so praktiziert, und die Sprache, die er vorfindet, sondern er muss jetzt was Eigenes daraus machen und er ist ein sehr sachlicher Typ und kommt da jetzt und pflicht da eine bürokratische Sprache mit ein in lauter Substantiven, die überhaupt nicht passt. Also dieser Prozess des Übersetzens, wenn wir das üben, also Sprache hat viel mit Erfahrung zu tun und ich glaube, da kommt die Verbindung zustande zwischen Sprachgerechtigkeit und Sprachgerechtigkeit. Wenn wir Erfahrungen damit machen, wie wir mit der Sprache gerecht umgehen, dann machen wir automatisch Erfahrungen damit, wie wir auch mit Menschen gerecht umgehen. Und zwar jenseits von männlich und weiblich. Also ich finde immer, es gibt so viele Aspekte, die gerecht behandelt werden müssen, auch der Umgang mit Kindern. Wir haben heute hier zum Beispiel auch ja ganz, also mindestens zwei oder drei, also das ist alles, wie soll ich sagen, wissenschaftssprachlich gewesen, was sich jetzt, also sehr auch angelehnt natürlich an dem, was man vorfindet, an Sprache aus der Romantik, aber sie haben natürlich trotzdem alle drei ganz unterschiedliche Stile. Ja? Da hatten wir mehr Gelehrtensprache, mehr Buchsprache, um es mal so zu sagen. Das ist spannend, darüber müssen wir mehr reden. Aber gut, haben denn die Romantiker über diese innere Mehrsprachigkeit auch nachgedacht? Außer das weibliche, das scheint mir ja fast ein Lob zu sein, weibliches Sprechen, das fand ich ganz gut. Das wäre vielleicht die Frage, die ich anschließen könnte. Wenn ich nochmal ganz kurz darauf eingehen kann, ich finde das jetzt auch nochmal gut beschrieben, dass diese Auseinandersetzung mit dem Text als eine Begegnung mit dem Fremden, das historisch fremd sein kann, das aber eben auch systematisch sprachlich fremd sein kann. Und diese Auseinandersetzung gibt es um 1800 natürlich ganz klar, also auf der einen Seite mit Texten, die aus ganz unterschiedlichen Zeitkontexten, die gedeutet werden wollen, die verstanden werden wollen, die aber auch in dem Bewusstsein, dass in jedem hermeneutischen Verstehensprozess und bei jeder anderen subjektiven Wahrnehmung das anderes dabei herauskommt. Also auch da so ein Bewusstsein für die, also Pluralität von Deutungen auch, ne? Und ich fand das jetzt nochmal schön beschrieben, mit dieser Fremdheitserfahrung, die dann ihr Sohn zum Beispiel macht, das ist ja auch ein Moment, wieder anknüpfend an dieses Übersetzen. Ein Konzept von Unübersetzbarkeit ist für die Romantik ebenfalls was ganz Zentrales. Also das Bewusstsein, es gibt sozusagen eine Art von Fremdheit, die muss ich als solches tolerieren, schätzen, respektieren und als solche auch erstmal wahrnehmen und vielleicht auch stehen lassen. Ja, also im Godwi, Clemens Brentano, das gibt es eine ganze Auseinandersetzung der Figuren darüber, dass bestimmte italienische Lieder unübersetzbar sind. Und dann wird dieses italienische Lied auf Italienisch auch abgedruckt. Ne? Das muss sozusagen in dieser Fremdheit erfahren werden. Ob man es versteht oder nicht, hört auf den Klang, ne? Also auf dieses Musikalische. Und da kommt ja auch so ein, jetzt auch nochmal anknüpfend an, wo kann man den Bogen zu heutigen Debatten auch nochmal schlagen, ein Bewusstsein für Fremdheit, Alterität, auch eine gewisse Alteritätstoleranz und eine Möglichkeit, diese Alterität tatsächlich auch zu zelebrieren. Ja? Also nicht zu negieren, zu nivellieren, sondern tatsächlich auch auszustellen, zu feiern. Ne? Etwas, was ja vielen Debatten teilweise auch meines Erachtens fehlt. Ne? Also es wird viel über Ambiguitätstoleranz und ne, Alteritätsbewusstsein gesprochen. Was das dann aber konkret heißt und wie sich das umsetzen lässt, ist häufig schwammig, offen und müsste dann nochmal diskutiert werden. Aber ich glaube, also diese Fremdheitserfahrung und die Möglichkeiten von Fremdheit in dieser Form der Unübersetzbarkeit zu tolerieren, also auch ganz
ausgestelltes Toleranzbewusstsein ist etwas, was für die Romantik ganz, ganz zentral ist. Und dann auch nochmal, wenn ich das nochmal dazufügen darf, also muss ich auch da in unserer Art des Sprechens über die Romantik, ja, also ich habe jetzt extra nochmal die Romantikerin sozusagen raufgenommen, aber sehr häufig fallen sie eben doch raus. Ja. Ne? Also sozusagen, klar, es ist natürlich wichtig, ein Sein, eine Deskription zu machen, aber wenn aus dieser Deskription schon mal genuin die AkteurInnen tatsächlich rausfallen, die es da sozusagen auch mit reinzunehmen gilt, dann ist das schon ein Problem. Ne? Also sozusagen den Kanon, also jetzt auch einen romantischen Kanon, ausschließlich, ne, das soll die Romantiker, also das, weil es auch zumeist über die männlichen Akteure konstruiert wird. Schauen Sie in die Einführung, in die Romantik, ja, oder in literaturgeschichtliche Einführung zur Romantik, und dann mal nachgucken, wie viele Autorinnen, Künstlerinnen da drin sind. Das ist teilweise erschreckend. Und das ist trotzdem etwas, also worüber auf jeden Fall gesprochen werden muss, sich diesen Prozessen der Kanonisierung bewusst zu werden und möglicherweise erstmal in einem Diskurs, aber dann doch dagegen irgendwie was auch machen. Mhm. Also das so. Ja, das ist, finde ich, sehr schön, und ich glaube, damit würde ich dann den Abend auch schließen. Ich fand das jetzt sehr schön als Schlusswort, weil es sich natürlich auch wenden lässt auf unsere Dauerausstellung, die genauso wie die Einführung in die Romantik kanonisch orientiert ist, weil sie auf einer Sammlung beruht, die am Kanon orientiert ist. Und wir haben, und das wäre jetzt von meiner Seite aus ein Plädoyer dafür, wirklich an diesem Kanon zu arbeiten, und das heißt, ihn zu differenzieren, ihn zu diversifizieren. Und das braucht aber tatsächlich mehr als nicht nur Romantiker zu sagen, sondern Romantikerin, sondern wir müssen uns auf die Suche machen nach den bisher nicht gelesenen und gefundenen Autorinnen. Und für die haben wir dann wenigstens das Handschriftenstudio, in dem wir ja mitten in der Dauerausstellung einen freien Platz haben, in dem wir sozusagen über den Kanon hinausgehen können und der uns einlädt, uns auffordert, sozusagen weiter zu schauen über die Grenzen der vorhandenen Sammlungen hinaus. Und das ist aber nicht getan mit einem mit einer Änderung unserer Sprache, sondern da gehört viel mehr dazu, was dann womöglich unsere Sprache auch ändert. Ich denke, wir schließen damit diesen Abend. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank für die Beteiligung an dem Gespräch und vielen Dank an meine beiden Diskutanten und Referenten auf dem Podium, lieber Herr Bär, liebe Frau Middelhoff. Frau Berosi-Rühl hat für Sie jeweils ein Stationsheft aus dem Romantikmuseum vorbereitet. Ihnen allen wünsche ich einen guten Nachhauseweg, und ich hoffe, wir sehen uns gesund und möglichst bald wieder hier im Freien Deutschen Hochstift. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.